Hi Gude und herzlich willkommen zu einer Runde DSA. Ein alter Klassiker wird heute gespielt. Und zwar Kommando Olachtai. Heute mit dabei der Pikachu als Oltrich Kraxel. Gude. Der Murdoch als Pratze Udaman. Salve. Und der Affevogel als Rukus Derb. Oder Derb. Moin. Ja, ihr seid schon eine geraume Zeit mit einem Boot oder einem Schiff auf den nördlichen Meeren Aventuriens unterwegs. Aus verschiedensten Gründen. Losgesegelt seid ihr aus Havena und euer Ziel ist zum einen Forschung in den nördlichen Meeren. Aber auch der Captain hat Ladungen, die er in der weit entfernt nordöstlichen Hafenstadt Pavi zu Geld machen will oder tauschen will. Kommen wir erstmal zu euch. Wer seid ihr und warum seid ihr an Bord dieses Schiffes? Fangen wir mal an bei Oltrich Kraxel. Also, ja, ich bin halt immer aufgewachsen, groß geworden, soweit es geht, in der Nähe von Gareth. Ich bin Koch. Ich kann das gut. Ich esse gerne. Aber irgendwie passieren um mich herum manchmal einfach irgendwie ganz dumme Dinge. Und dadurch habe ich halt hier mal gearbeitet und dann da mal gearbeitet und bin halt grundsätzlich irgendwie immer weggejagt worden. Weil, keine Ahnung, wenn ich da bin, passieren halt seltsame Sachen. Ich selbst weiß nicht warum. Wie ich dann hier oben in Havena angekommen bin, hieß es hier, die brauchen irgendwie einen neuen Smoothie. Ich hab gedacht, komm fort, gehst aufs Schiff, dann können sie dich nicht so schnell wegwerfen. Oder wegscheuchen, sagen wir es mal so. Hab auch dafür gesorgt, dass ich da der einzigste Smoothie bin. Das heißt, mich werden sie sowieso nicht los. Ja, das ist so. Ansonsten heißt es halt einfach nur Geld verdienen und irgendwo unterkommen. Die Welt bereisen, weil ich habe festgestellt, ich bin nicht oft an einem Fleck und finde es jetzt. Man kann ja mal gucken, wo man rumkommt. Wir suchen nach neuen Köstlichkeiten. Ganz genau. Pratze, was hat dich an Bord der Seedrachen verschlagen? Ja, aufgewachsen bin ich in den Bergen von Windhag. Bin ein Clansmann der Udamans. Und ja, hab früh in meiner Jugend dann auch schon rausgefunden, dass ich gut hauen kann und auch viel einstecken kann. Und damit Geld zu verdienen, war meine Idee. Allerdings konnte ich das nicht im Windhag, da nicht so viel Bedarf war. Deshalb bin ich nach Havena gegangen und habe geguckt, ob man da ein bisschen anheuern kann. Und da war eine Stelle ausgeschrieben und da habe ich mich dann quasi mal vorgestellt. Dort wurdest du genommen. Haben sie mich genommen. Ja. Genau, dort wurdest du genommen, deswegen bist du an Bord. Und zu last but not least, der gute Rukus. Ja, was soll ich sagen? Ich bin mehr oder weniger unfreiwillig eher auf diese Reise. Das letzte Mal, ich sage mal so, ich bin schon etwas länger auf Reisen. Das letzte Mal, als ich nämlich an einem Hesinde-Tempel ein paar Bücher gestöbert und ein paar Landkarten durchgeschaut habe, um mein Wissen zu erweitern, ist mir leider ein kleines Ungeschick passiert und mehrere Karten wurden auf dieser bei diesem Ungeschick leider zerstört. Weshalb mich zum einen der Tempel sehr gescholten hat und ich konnte diese Karten leider nicht ersetzen. Zum Glück bin ich ein begnadeter Kartenzeichner und habe geschworen, diese Karten zu ersetzen. Nun ja, mir blieb auch keine wirklich andere Wahl, weshalb ich jetzt auf dem Weg bin, um diese Karten entsprechend neu zu gestalten, neu zu zeichnen. Und dafür muss ich aktuell in den Norden. Was mich auf dieses Schiff bringt.
eben mit diesem Schiff seid ihr gerade in den nördlichsten Bereichen von Aventurien unterwegs. Bis jetzt war die Fahrt sehr ruhig. Abgesehen von dem ein oder anderen Unwetter blieb dir von sonstigem Ärger oder irgendwelchen mystischen Sachen wie Seeungeheuern und sonstigem verschont. Ihr habt seid am Golf von Riva vorbeigesegelt und habt sogar die Firunsstraße genommen, an der Bernsteinbucht vorbei, als weiter gegen Osten. Und euer Ziel ist die Brescheisbucht. Derzeit befinden sich Spratze und Rukus auf Deck, wo für euch bis jetzt immer noch ziemlich wirr durcheinander die Seeleute rufen und laufen, aber für sie scheint es bestimmt ein System zu geben, in dem, was sie dort tun, mit irgendwelchen Knoten und irgendwelche Seile machen, irgendwo dran ziehen, irgendwas irgendwo festbinden. Aber ihr fahrt weiter, deswegen nehmt ihr mal an, dass sie ihren Job beherrschen. Und ja, nicht zu selten kommt es vor, dass genau wie just in diesem Moment der Captain oben am Steuerrad steht und irgendwelche nautischen Befehle brüllt. Oi, ihr Kielschweine! Los! Besan reffen! Nicht so langsam, sonst lasse ich euch Kiel holen! Und ja, davon angetrieben machen die Männer das, was sie wohl machen sollen, denkt ihr mal, weil ja, die nautischen Begriffe sagen euch nichts. Sei denn, jemand von euch hat irgendwie Boote lenken auf einem bestimmten Wert oder Erfahrung im Boote lenken. Ich hab's auf 3. Ja, also es geht wohl um irgendein Segel, das bearbeitet werden soll. Ja, ich guck zu. Dann beugt sich der Captain hinten über das Achterdeck herüber und brüllt nach Rollen. Ui! Kartograf! Geht mal in die Kombüse! Schaut mal beim Smoothie nach, wie weit der mit dem Essen ist! Wenn die Männer arbeiten, haben die ja Hunger! Moment, 2 Striche noch. Backbord oder Steuerbord? Nein, auf der Karte. Ach so, ja. Und ja, dann würde ich diese 2 letzten Striche noch machen, die ich gerade bei der Karte mache. Und würde mich dann in Richtung Kombüse aufmachen. Ich denke mal, dort ist der Smoothie im emsigen Treiben, aber der Smoothie darf auf jeden Fall mal beschreiben, was der Rukus dort erblickt, als er in die Kombüse kommt. Wie sieht denn der Smoothie überhaupt aus? Also du siehst einen, sind wir ehrlich, kleinen, fetten Mann. Also so circa 1,60 groß, keine Ahnung, gut 2 Meter Bauumfang. Schön ist anders, ja, also ich glaube, wenn du den irgendwo auf der Straße treffen würdest, du würdest dich jetzt nicht direkt mit dem unterhalten. Der Typ ist stinkend hässlich. Ja, keine Ahnung, also ziemlich vernarbtes Gesicht durch wahrscheinlich irgendwie Pocken oder sonst irgendwas. Hier und da sieht man immer noch einen Pickel. Ja, der steht da rum, ist barfuß, wohl bemerkt. Und ja, also bei allen Sachen, die er halt tut, er ist leicht gemütlich, sagen wir erstmal. Ja, es kann viel leichter auf die Masse ankommen, die er dann da mit sich rumschiebt, aber ja. Mhm. Aber ja. Ich schaue mir das kurz an, mir entgleist für eine halbe Sekunde das Gesicht kurz so, als ich die Barfüße sehe, so, warum? Aber ich schätze, danach fange ich mich recht schnell wieder. Smutsche, die Mannschaft, sie fragt an, wie weit ist es mit dem Essen? Wie immer. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Ja, okay. Wie sieht derjenige aus, der gerade den Smutsche angesprochen hat? Du blickst in einen recht jungen Menschen. Man sieht auch hier sehr schön noch das Bild. Das hat man ja sogar schon direkt im Stream zu sehen. Man kann ihn sich sogar relativ genau so vorstellen. Das ist das Gesicht eines jungen Deckers. Jemand, der
noch nicht viel gesehen hat, aber es vorhat. Und 22, menschlich, nicht sonderlich speziell gebaut, bisschen kräftiger vielleicht, aber ansonsten ein guter Bart. Aber ja, jetzt nicht hässlich, aber auch nicht wunderschön. Okay. Da befriedigt dich die Antwort, die der Smoothie dir gab? Oder bist du gewillt, diese Antwort dem Captain zu überbringen? Nun, ich schau mal so, wie sieht's denn aus für mich so? Wie weit ist er denn? Vielleicht kann ich dem Captain vielleicht so eine grobe Einschätzung selbst geben. Ja, wie sieht deine Kombüse aus, Olterich? Na gut, also prinzipiell, da stehen Töpfe und alles Mögliche rum, Pfannen. Hier und da liegen Messer rum. So wie es aussieht, gibt's heute Fisch. Wie öfters? Ja, momentan würdest du jetzt behaupten, sie werden gegrillt. Also es sieht schon fest danach aus, dass es hier bald fertig ist. Also es gibt wohl jetzt Kartoffeln und Bratfisch und jo. Oh, das hat sich doch gut an. Essen sieht bei weitem auf jeden Fall wesentlich besser aus als was jetzt vom Koch her vermuten lassen würde. Okay, dann zieh ich doch nochmal die. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Und mit diesem kurzen Blick, ich werde dem Captain Bescheid sagen, dass es demnächst fertig ist. Und mit diesen Worten, falls mich das Mutsche nicht nochmal aufhalten möchte, würde ich dann die Kombüse wieder verlassen und mich Richtung Captain, also so halb an Deck stellen und dann so Richtung Captain rufen. Das Essen ist bald fertig! Das will ich auch hoffen! Los, Männer! Ja. Legt euch rein! Und während der Captain weiter Begriffe brüllt, zerschneidet ein anderer Ruf von weiter oben das Tun unten am Deck. Ahoi! Schiff voraus! Captain guckt irritiert, lässt sich sein Fernrohr geben, fährt das aus und schaut in die Richtung, in die der Ausguck im Krähennest zeigt. Erst ruhig und bedacht und blickt dort in die Richtung. Als er dann bedächtlich das Fernrohr sinken lässt und anfängt, Kommandos zu brüllen. Männer! Torwalpiraten! Macht euch klar! Gefechtsbereitschaft! Refft die Segel in die Wanten! Was machen Pratze und Rukus, als sie das hören? Wie wär's mit Verhandeln? Captain guckt dich ungläubig an. Ein bisschen Torwalsch kann ich noch. Hör mal, du Landratte! Wir haben Waren für mehrere tausend Dukaten an Bord. Verhandeln ist nicht. Okay, gut, dann na gut, dann halt auf die andere Art. Ja, die Männer reffen die Segel, also ziehen die Segel ein. Und man sieht auch, wie halt Entermesser ausgeteilt werden und so weiter und so fort. Da ihr diesen Fall noch nicht hattet, wisst ihr jetzt auch nicht genau, was zu tun ist. Im Sinne eines bevorstehenden Angriffes. Aber ja. Wollt ihr euch einfach abwarten, an Deck stellen? Will jemand unter Deck gehen? Was habt ihr vor? Ich würde mal schon mal das Schwert zücken und dann mich direkt zum Koch gehen, die Tür aufreißen. Du, es wird ein bisschen später, kannst den Herd ein bisschen runterdrehen. Was soll das denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Also, du kannst doch den Herd aufdrehen und mehr machen. Also, da kommen gleich ein paar. Was? Ja, da kommen gleich noch ein paar. Das sind entweder sehr gute Mitesser oder es werden hier gleich ein paar weniger Leute sein. Jetzt kläre ich auf, was passiert? Sie nannten es Torwalschen Überfall. Bis jetzt hatten wir das noch nicht. Schnappt ihr die Bratpfannen, wir gehen raus und verprügeln die. Also okay. Du siehst wie der dicke Koch. Jetzt mal so drei von den Pfannen, die da gerade rumstehen, wo die Fische drin liegen,
Ja, der einfach reingreift, die Fische auf irgendein Holzbrett legt, sich die drei heißen Bratpfannen schnappt und dann noch zwei weitere, die da gerade einfach nur rumstehen, auch einfach noch greift und sich an dir vorbeischiebt. Ich weiche kurz zurück, so bloß nicht anfassen. Bis der Koch sich... Und dann folge ich ihm. Mhm. Gut. Währenddessen an Deck, Pratze, was hast du vor? Haben wir Pratze verloren? Ist der noch da? Ich hoffe, er ist noch da. Mann über Bord! Erste Opfer vor der Schlacht. Das will keiner. Feiglinge. Jetzt. Ja? Ah, sehr schön. Ah. Ja, ich habe mich schon gewundert. Also, wenn die rauskommen, sehen sie einen Bratze, der quasi die Armbrust schon spannt, den Bolzen einlegt und mit seiner Axt an der Hüfte auf die Torwaller wartet. Perfekt. Ja, der Captain nickt dir anerkennend zu. Männer, was steht ihr hier rum? Macht das dem Land ein nach! Holt eure Armbrüste! Kanoniere sind ja nicht. Belagerungsmannschaft an die Hornissen! Ja, man sieht, wie halt Leute zum Achterdeck und vorne zum Bug laufen und dann irgendwelchen Kurbeln drehen. Und da dann von unten irgendwelche mit einem schweren Tuch abgedeckte Geräte hochfahren, wo die dann unter dem Tuch verschwinden und irgendwas machen. Wahrscheinlich wollen sie die Tücher noch nicht entfernen, um das Überraschungsmoment einfach nicht zu nehmen. Na, und die Mannschaft steht halt bereit da, als das torwahrliche Piratenboot näher kommt, oder Piratenschiff näher kommt, das Drachenboot. Und ihr dort wilde Gesichter blickt, mit langen Bärten und die halt eine Axt in der Hand haben, Schild und da draufklopfen und halt versuchen euch zu demoralisieren durch Schlachtenlärm. Macht doch bitte jeder mal einen. Lasst mich nicht lügen, ich glaube, es heißt jetzt Willenskraft im 5. Ich muss nochmal nachgucken. Sorry für den Unfall. Selbstbeherrschung Verband. Vielleicht. Ne? Ja. Wo ist denn der Bogen? Also. Willenskraft. Genau. Bei. Gut, Gesellschaftstalenten sind das, aber ja. Da auf Willenskraft. Okay. Kein Ding. Ja. Der Wille und die Kraft war da, aber um es umzusetzen war es leider nicht. Ja. 5 also, minus leider. Auch wenn man immer denkt, dieses Geplärre von Männern, was soll das? Aber jetzt merkst du, dass das definitiv eine einschüchternde Wirkung auf dich hat, wenn man so ein Boot voll wilder, stämmiger Torwale auf sich zusegeln sieht, die halt Schlachtruf von sich geben. Ich habe 9 Punkte über. Ja, 3 Qualitätspunkte. Dich beeindruckt das gar nicht. Eventuell schlägst du nochmal 2 Bratpfannen zusammen und rufst was. Komm da her! Ich hab's auch geschafft. Ja, sehr gut. Aber das zeige ich auch sichtlich unbeeindruckt. Und ja, als das Torwaler-Schiff ungefähr auf 100 Schritt näher kommt, brüllt der Captain dann Hollison! Und man sieht dann, wie 3 Seeleute wie ein Mann zu dieser Plane greifen, die Plane auf Seite reißen und dann ja eine sehr große Armbrust freilegen, sprich Hornissen. Ich würde dann schon anfangen, mal mit der Armbrust zu zielen und versuchen, einen präzisen Schuss abzugeben. Mhm. Ich denke mal, 100 Meter müsste die Armbrust schaffen, oder? Nee, 80 ist, glaube ich, das. Aber ich lasse halt jetzt erstmal kommen und... Okay, soweit ich weiß. Aber auf jeden Fall, selbst wenn du dann auf 80 gehst, ein weiter Schuss, also deine Klassen sind wahrscheinlich 20, 40, 80, oder?
Entfernungs... Ja, genau. Das heißt, zwischen 40 und 80 hast du einen weiten Schuss, dann hast du minus 2 auf dein Fernkampfwert und minus 1 auf deinen Trefferpunkt. Und so, wenn du die auf 40 rankommen lässt, ist es halt 0. Und auf mittlere Ziele von Menschen hast du auch keine Erschwernis. Gut. Ja. Die Hornissen sind schon geladen und Belagerungsschützen richten die noch aus. Der erste Schuss geht etwas über das Torwaldische Drachenboot drüber. Der zweite Schuss fliegt knapp über Deck und nagelt zwei hintereinander stehende Turwaler zusammen an der Außenreling. Ja, und ein Wutschrei geht durch das Drachenboot, gefolgt von einem Triumphschrei von eurer Seite. Die Hornissen werden sofort neu geladen. Und die Torwaller legen sich in die Riemen, dass sie schneller zu euch kommen und den Kampf und Zwafnirs Wut zu euch bringen können. Immer näher kommt das Schiff, mittlerweile haben sie die 40 Meter erreicht. Ja, ich würde davor schon ein bisschen einen Schuss abgeben wollen. Ja, okay, dann hast du einen minus 2 Wurf, bitte. Nee, minus 4, weil durch den präzisen Schuss erschwere ich mir das halt auch noch. Okay. Aber ich. Bei Erfolg werden die Trefferpunkte um 2 pro Stufe erhöht. Mhm. Also ich habe nur auf 1, aber dann halt plus 2. Ja. In der Zwischenzeit sieht man, wie der Dicke mit den Bratpfannen da steht, die ist schön neben sich stapelt, auf so einem Fass. Schön auslegt, eigentlich direkt vorne an der Reling steht und darauf wartet, dass der Erstbeste um die Ecke kommt. Willst du damit zuschlagen oder willst du die auch werfen? Ich warte, bis die auf 10 Meter ran sind und dann wird die erste auch mal geworfen. Gut. Mein Wille war nicht so stark, deswegen greife ich dann doch nicht zum Schwert, sondern guck mich um, gibt's irgendwo noch eine Armbrust, die frei ist? Ne, die Armbrüste der Besatzung sind alle in Benutzung. Okay, dann greife ich nur mal nach meiner kleinen Handarmbrust, also diese Balestrina, die ich habe, lade diese nach und ziele, aber ich weiß selbst, okay, so weit schießt die nicht, deswegen muss ich leider noch abwarten, stelle mich aber so ein bisschen weiter weg von der Reling, damit ich nicht der Erste bin, der getroffen wird. Okay. Falls da irgendwas zurückkommt. Alles klar. Jetzt aber zu dem Schuss von Pratze. Leider verfehle ich mein Ziel. Wie viel? Insgesamt, also 10 geworfen und dann halt auf 14 und ich habe 11 Attacke Fernkampf. Ja, also dein Bolzen schlägt ungefähr einen halben Meter unter der Reling des Drachenbootes der Torwahlpiraten in den Rumpf ein, ohne Schaden zu machen, aber es ist schon mal vom Zielschießen her weißt du schon mal, du musst das nächste Mal ein bisschen höher halten. Dann machen wir jetzt aber erstmal eine Inni-Wurf für alle. Gleich eine ordentliche Reihenfolge haben. Weiß jeder, wo er seine Inni findet und wie man Inni würfelt. 1W6 war das und. Genau, plus euren Inni-Modifikator für Kampfreflexe und. Tralala. Und ich bin. Ja. Boah, sage und schreibe einen Wert von 13 bei mir. Was? Mit dieser 1, das war der Wahnsinn. Ich hab nochmal ein Problem mit den Stimmen, das war jetzt der Rukus, oder? Ja. Ja. 13. Wo war ist nochmal die Inni? Ganz oben. Vorne auf der ersten Blatt rechts. Seite. Genau, auf der ersten Seite rechts. Bei Lebensenergie und tralala steht da. Beziehungsweise auf dem Kampfbogen steht sie auch. Gleich neben dem Ausweichen. Ah, 13, okay. Ah, warte. Moment. Also ich hab eine 18 auf Inni. Ohohoho. Eine 17. Ha! Er ist fett, aber schnell. Geschickt mit den Händen, ja. Das lieben die Frauen. Ohohoho. Lässt sich wie die Nacht, aber okay. Ja. Ja, grölend kommen die Piraten näher. Haben wohl guten Rückenwind und sind jetzt auf 20 Meter ran
bis Rukus und Pratze ihre Armbrüste geladen haben. Die Hornissen sind noch am Nachladen, die brauchen noch etwas. Aber ihr könnt gerne. Ich hab schnell laden. Dito. Als Sonderfertigkeit. Mhm. Und, ja, dann würde ich halt nochmal einen gezielten Schuss abgeben. Mhm. Am besten kann man da einen Captain ausmachen oder so. Also jemand, der die Kommandos brüllt. Mach mal einen Menschenkenntniswurf erschwert um 2. Da Torwaler für dich wahrscheinlich alle gleich aussehen. Ja, ich verstehe auch die Sprache, soweit ich weiß nicht. Ja, den am Lotus ein Troll zum Beispiel, aber deswegen minus 2. Einmal würde ich auch schießen. Wie weit sind wir denn inzwischen? 20 Meter. Genau, 20 Meter. Und genau. 20 Meter? Oh, nice. Habe ich nicht mal Erschwernisse mehr. Ja, aber wir gehen jetzt mal kurz in die Reihenfolge durch. Der Oldrich. Ich meine, du wartest noch ab, bevor du wirfst, weil 20 Meter ist ja... Ich schlag die Bratpfannen aneinander. Komm, noch ein Stück näher. Ein bisschen habt ihr noch. Ja, möchtest du damit die Gegner einschüchtern? Nee. Nee? Ich brüll die da einfach nur an. Ja gut, dann lass es. Ich probier's. Ich probier's. Ja, bitte. Okay. Ja? Nee. Nee? Einfach nee. Einfach so. Fast 2W20. Dann ist der Bratte also dran. Ja, also Menschenkenntnis, Probe geschafft. Ja, mit minus 2, dann erkennst du einen mit feuerrotem Bart und zwei langen Hörnern auf seinem Helm, der auch eine fürchterliche zweihändige Axt über seinem Kopf schwingt und irgendetwas brüllt. Dann einen gezielten Schuss auf ihn. Ja. Oh, eine 1. Ja, ich habe vorhin nicht gefragt, aber wir spielen normalerweise ohne Bestätigungsregel, sowohl für meisterliche Attacken als auch für Patzer. Ich hoffe, das ist für euch okay. Mach die Sache okay. Spannender. Ja, dann hätte der theoretisch nochmal halbes Ausweichen minus 8 auf Fernkampfattacken, also mit einer 1 zu schaffen, nicht geschafft. Au. Dann mach bitte Schaden. Doppelter Schadenswert. Für mich halt. Okay, ich habe ja auch den präzisen Schuss. Ist auch nochmal plus 2. Mhm. Oh, was macht das an Schaden? 1 bis 6 plus 6. Mhm. Bam, 24 Schaden. Also 5 gewürfelt. Jawoll! Heißt ja nur 2 Schaden. 9, 10, 11. 11 Schaden, ja, mal 2, genau. 22. Genau. 22 der Schaden. Wer braucht den Captain? Genau. Ja. Du schießt deinen Armbrustpfeil etwas tiefer als seine Luftröhre oder sein Kehlkopf ist und etwas über dem Herz steckt er eben genau hier mitten in den Brustkorb rein und war gerade. Wird so nach hinten weggerissen. Kurz erstirbt das Geschrei auf dem gegnerischen Schiff. Ertönt danach aber wieder. Noch übellauniger. Ja, dann würde ich die Armbrust fallen lassen. Mhm. Und den Kampfschrei der Udermann schreien. Udermann, guter Mann! Und mit meiner Axt. Meine Mama hat gesagt, ich bin was Besonderes. Läuft! Und würde meine Axt ziehen. Perfekt. Dann Gesinde, gib mir Kraft und ich drück ab. Ja. ich würde leider nicht treffen. Es ist diese einschüchternde Wirkung. Trotz des... Ja. Wie viel vorbei? 2 Punkte nur. Ja, dann schießt du knapp über den Kopf eines wild schreienden Torwaldpiraten, haust aber ein kleines Loch in das Hauptsegel des Schiffes. Ja. Yeah. Ja, angespornt von Pratzes, von Firon oder Rontra gesegneten Treffer, das könnt ihr euch jetzt aussuchen.
fällt eure Mannschaft in das Feuer mit ein, ohne Befehl des Captains. Und tatsächlich treffen 3 Bolzen ihr Ziel. 3 der Piraten werden verwundet. Und sacken so ein bisschen ein, stehen dann aber wieder mürrisch auf und brechen die Pfeile ab. Ja. Ihr seid jetzt auf 5 Meter ran. Die ersten Entehaken fliegen schon zu euch aufs Schiff. Und die rotzen Feuer nochmal. Aber jawohl. Jawohl. Ja, die eine hat auf was auch immer gezielt, weiß ich nicht. Aber der Pfeil schlägt genau mitten in den Hauptmast ein und hat entweder eine schwache Stelle getroffen oder ja, Glück gehabt, denn der Mast bekommt einen Riss bis in die Mitte. Und die zweite schlägt hinten ins Ruder ein und zerstört diesen Rudergriff. Und ja, da die Enterhaken schon geflogen sind, läuft dann auch die Belagerungsmannschaft mit gezückten Säbeln zu euch unten aufs Deck. Wollt ihr, also du hast schon gesagt, du ziehst deine Axt. Rukus, willst du nochmal deine Armbrust nachladen und schießen? Naja, da das keine wirklich schnell, da das nicht lange dauert, dauert ja nur eine Aktion, mache ich halt sehr schnell. Und ist okay, das Ding wieder nachgeladen. Dann kannst du gleich schießen, aber dann ist erstmal der Pika dran. Auf jeden Fall. 10, wie nah sind die ran jetzt? 5 Meter, sagte ich eben, glaube ich. 5 schon? Ja, fix die Jungs. Ja, wir haben ordentlich Rückenwind. Das ist schön. Ich werfe eine heiße Bratpfanne. Ja, aber du darfst eine Bratpfanne werfen, ja. Hä? Du darfst eine Bratpfanne werfen, ja. Darum geht's ja. Jetzt hab ich natürlich intelligent, wie ich bin. Ich treff sogar. Wump. Ja. Ich würde treffen. Eine ganz, ganz kurze Sekunde, weil mir sind die aerodynamischen Eigenschaften von fliegenden Bratpfannen gerade nicht geläufig. Deswegen modifiziere ich gerade mal, die stehen auch, glaube ich, nicht im Regelwerk drin. Deswegen modifiziere ich jetzt mal ganz kurz Wurfbeile. 1W20 plus Feuerschaden, klarer Fall. Ich hab jetzt, wie heißt es, quasi auf einen Wurfball geworfen, aber da eine heiße Bratpfanne in Mali hat auf Attacke, bin ich jetzt mit eingerichtet und hab was genau geworfen. Das ist Nahkampf-Mali. Und zwar 5 Meter hast du normale Reichweite, das heißt, du hast keine Abzüge für die Entfernung und keine Abzüge für die Größe, also plus minus 0 Wurf. Gut. Und ja, dann schauen wir mal, ob die Torwaller es schaffen, diesem seltsamen Geschoss auszuweichen. Nein, dein Opfer schaut einfach nur. Sehr schön. Als ich die Bratpfanne Vorderkante first mitten in sein Gesicht gräbt. Würfel bitte mal Schaden. Oh ja, das sind 5 plus 4, das sind 9 Schaden. Bratpfanne auf Doom. Ja, es ist übrigens der eben, einer von denen, die eben von den Pfeilen der Mannschaft getroffen wurde, der sich gerade wieder hochgerappelt hat und gerade wieder und sieht so Zähne wegfliegen. Blut läuft runter und aus dem Schreien wird ein Jammern. Sehr schön. Sehr schön. Die erste Bratpfanne ist weg, ich drehe mich nur so ganz gemütlich beiseite, greife auf das Fass drauf und nehme mir die nächste. Ja, okay. Du hast da keine Nachladezeit, du musst einfach nur auf die Seite greifen. Dann haben wir den Pratze. Ja, die sind noch auf ihrem Schiff, ne? Genau, aber die haben schon Entehaken zu euch rübergeworfen. Das heißt, Haken und Seil sind bei euch in der Regel verkettet. Oder verteut, sozusagen. Ja. Und damit ziehen die jetzt das Schiff dran. Dann würde ich mir doch mal einen von diesen Entehaken greifen und an den Seil ziehen. Okay. Auf dass die ein bisschen schneller herkommt.
Ja, dann mach mal eine Kraftaktprobe. Ein Kraftakt. Da habe ich hinten dran so einen Routinewert plus 1. Keine Ahnung. Was heißt das? Das weißt du auch. Okay. Wenn du genug Zeit hast. Das haben wir mal so gesagt, aber ich habe mir die Regeln nie durchgelesen und Koali hat gemeint, sie werden sehr unbegreiflich. Sollte ich vielleicht irgendwann nochmal machen. Okay. Dann. Erste 1. Die ist nicht so gut. 15. Dann kann ich aber ausgleichen. Hab ich noch 5 über. Also 3 Qualitätsstufen. 2 Qualitätsstufen. Hat da vielleicht schon jemand gezogen? Der Torwaller, der am anderen Ende des Seils steht, überrascht durch deinen harten Zug und deine Patzer, den er gewürfelt hat, kommt aus dem Gleichgewicht und fällt kopfüber vorwärts ins Wasser. Etwas enttäuscht lasse ich das Seil wieder los und gehe dann halt zum nächsten. Ja, gut. Das ist auch eine Möglichkeit, weil normalerweise schneidet man so durch oder so. Nein, wir ziehen sie einfach mit runter. Fand ich gut, ja. Das ist mal was Neues. Rukus. Ich muss sich überlegen, welche Kraft da jetzt zwischen die 5 Schiffe kommt, wenn die jetzt beide gegeneinander stoßen. Quatsch. Also, als man sich jetzt so irgendwie gewartet hat, ist, dass er das Seil hochzieht, es dem Nächsten zuwirft. Hier, los, Nächster. Next. Wollt denn irgendeiner noch schießen? Ja, ich würde gern schießen. Ja. Wenn der gute Mischka sagt, dass ich dran wäre. Ich hab doch gesagt, Rukus. Oder? Ah, sehr gut. Nur geträumt. Dann würde ich das doch erneut tun. Dann würde ich doch erneut auf jemanden schießen. Ja, bitte. Och, diesmal würde ich sogar treffen. Das ist der Wahnsinn. Irgendjemand oder zum Beispiel der schon von Bolzen und Bratpfanne getroffen wurde? Für mich ist das gerade so eine. Egal, hauptsächlich treffen. Alles klar, hau rein. Hauptsache, du triffst nicht meinen. Ja, genau. Schieße ich irgendjemand im Rücken? Weicht der auf Mirakelweise aus oder. Ansonsten wären es sogar 9 Schadenspunkte. Also du hast getroffen, ja, okay. Nee, der weicht nicht aus. Und du triffst jemanden mit 9 Schadenspunkten. Ja. Würfeln wir doch mal, was der Gesichtswürfel sagt. Der Gesichtswürfel sagt ja. Du triffst einen, der auch schon mal von einem Pfeil getroffen wurde. Der jetzt 2 Pfeile in den Schultern so rausgucken hat und krampfhaft versucht, sein Schild und seine Axt zu halten. Ja. Und von eurer Mannschaft versuchen natürlich die erfahrenen Seebären die Enterseile abzuhacken mit kleinen Beilen. Bei 1-2 gelingt das, aber beim größten Teil nicht, da die sehr kräftige Seile verwendet haben, die Torwaler. Jetzt kommt das andere Schiff mit einem Krachen an eurer Längsseite zum Halten. Und die Torwaller schreien auf. Aber in der neuen Kampfrunde ist erstmal der Chefkoch dran, der Oldrich. Ja gut, ich habe den Bratpfanne in der Hand. Der erste steht mir wahrscheinlich irgendwie gegenüber. Ja, es sind so 2 Schiffsbreiten plus ein bisschen Wasser, also so knapp 2,5 Meter zwischen euch. Du kannst entweder nach vorne langen und schlagen oder auch noch werfen. Tu einfach so, alles, wenn die so nah ran sind, dann darf ich einfach nochmal, ne? Mhm. Ja. Aufs Torwallerboot und los. Gegen Entermann. Also als Beispiel, der, den du eben schon mal die Bratpfanne gegeben hast, stützt sich gerade schwer atmend auf die Reling. Und greift wohl mit einer Hand irgendwie nach seinen Zähnen, die irgendwo auf dem Boden liegen. Ja, kriegt der jetzt direkt wieder ab. Kriegt der jetzt einfach direkt wieder ab. Bud Spencer-Style. Ich würde sogar nochmal treffen. Ja, super. Ja, der weicht nicht aus, weil er so hat gerade so seine Zähne gefunden, kommt hoch und zeigt seinem Nachbarn lächelnd die Zähne.
Als er nur so ein Schatten von der Seite sieht, der Kopf überdreht, Punk! Und die nächste Bratpfanne trifft. Mit wie viel Schaden? Sind aber nur 6 Schaden. Ja, immerhin. Oh. Immerhin, ja. Ja, und man einfach nur sieht, wie der lang rückwärts aufs Deck fällt. Sehr ja. Schön. Gut, als Greife nächstes... neben mich die letzte heiße Bratpfanne. Bratze. Ja, ich würde warten, bis einer über die Reling versucht zu kommen und ihn dabei zu stören. Also die Schiffe sind ungefähr gleich hoch, das heißt, wenn die bei sich auf die Reling steigen, springen die einfach zu euch rüber. Da muss jetzt niemand hochklettern oder ja, so. Ja, genau. Also wenn er jetzt auf der Reling ist, würde ich ihm quasi mit der Axt irgendwie ins Knie hauen oder so. Genau, also regeltechnisch stellst du jetzt erstmal deine Handlung zurück, bis du einen Feind in Nähe hast, den du zerspettern kannst. Gut. Genau, oder die Knie scheiden. Genau. Und dann ist der Drukus dran. Armbrust direkt nochmal neu nachladen, eine Aktion. Und ansonsten Schwert vor, so nach dem Motto, plus weghalten. Okay. Das heißt, da du dich aber auf dein Schwert zum Abstand halten und im Armbrustschuss beides so ein bisschen konzentrieren musst, wäre eigentlich der Armbrustschuss für dich auf plus 2, weil sehr nahe Distanz. Aber jetzt ist er 0-0, weil du halt mit dem Schwert noch rumfuchtelt und das dich halt ablenkt. Ja. Das nehme ich doch mal. Also beidhändig bin ich rein technisch gesehen, also ich kann das beides handeln. Ah, okay. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Info fehlte mir. Dann hast du nur plus 1 auf den Fernkampf, aber plus 1 auf den Trefferpunkte bleiben. Gut, dann das nehme ich doch. Ja, wie gesagt, eher Verteidigungshaltung. Abwartend, was da noch kommt. Also hast du beigeschossen, oder? Achso, nee, ich habe bis jetzt nur nachgeladen. Achso, weil das da noch... Ah, okay, dann hab ich's verstanden. Weil die sind halt 2,50 Meter entfernt. So einen nahen Schuss kriegst du nicht mehr, ne? Ach, notfalls halte ich sie mit Gesicht und drück ab. Okay, läuft. Dann haben wir 2 zurückgestellte Handlungen. Dann brechen die Piraten mit torwallischer Macht auf euer Schiff hinein. Und, beginnen halt... Axt gegen Entermesserkämpfe mit der Mannschaft. Einer davon springt auf Pratze zu, der aber ja auf seinen Gegner gewartet hat und deswegen den ersten Schlag machen darf. Wunderbar. So. Und da ist die 20. Es gibt ja sowas wie Schicksalspunkte. Ich habe letztens irgendwo gehört, dass man 20er nicht neu würfeln darf. Kann das mal gerade jemand im Chat bestätigen, dementieren? Das ist korrekt. 20er gehen nicht. Ah ja, gut, dann. Na dann. Darfst du bitte mal 2W6 auf die Nahkampf-Patzer-Tabelle würfeln? Ich sag einfach mal die Zahl. Ja, genau. Einmal die 1 und die 5. Waffe stecken geblieben. Das heißt, du hast mit einem großen Schwinger versucht, seitlich das Knie, wie du ja sagtest, von dem Torwall-Piraten vom Bein zu trennen. Hast da dich dabei aber überdreht und ein bisschen zu kurz gezielt. Ja, danke, Quali. Zu kurz gezielt, haust vor dem Bein durch und neben dir steht der Mast, wo die Axt drin stecken bleibt. In deiner nächsten Runde musst du eine Kraftaktprobe machen, die um 1 erschwert ist, du hast ja diese Runde nur angegriffen, richtig? Genau, das heißt, du hast jetzt eine Aktion gemacht, das heißt, du kannst noch eine Aktion machen. Beziehungsweise, das ist eine halbe Aktion. Der Kerl steht direkt vor mir, ne? Ja. Dann würde ich ihn einfach packen wollen und zu mir runterziehen wollen. Ne, das sind zwei Angriffe und das geht nicht. Achso, das geht nicht. Ja, dann eben die Kraftaktprobe, ob ich die wieder rauskriege. Oder wie? Ja, ich bin gerade überlegen, ich schmeiß gerade Warhammer mit DSA durcheinander. Das sind 2 Halbaktionen bei Warhammer. Hier sind es, glaube ich, Aktionen und Reaktionen, die man machen darf. Ist richtig? Ja, ist richtig, genau. Das heißt, ne, du kannst erst nächste Runde
mit einer Aktion die Waffe befreien, hast aber noch diese Runde die Reaktion zum Ausweichen zum Beispiel. Okay, wunderbar. Solltest du irgendwie so Sachen wie Riposte haben, also wenn du angegriffen wirst, einen Gegenangriff zu machen, kannst du halt einen Faustschlag machen oder so. Weiß ich nicht, ob du Backpfeifensturm hätte ich. Zum Beispiel. Backpfeifensturm als Konterriposte. Bam. Ja. Aber dann kommen wir nochmal zu der rückgestellten Handlung von Rukus. Hat sich irgendeiner auf mich zubewegt oder mich versucht klar, anzugreifen? Klar. Ja. Ja, haben sie. Ja. Achso, gut. Gut, dann versuche ich das zu parieren. Weil es dann wirklich ein Angriff kam. Ansonsten, wenn er keiner nah genug rankam, drücke ich halt ab. Du hast erstmal deine Aktion, das heißt, du kannst den jetzt angreifen. Die Reaktion auf deinen Angriff kommt, wenn er angegriffen hat. Okay, gut. Dann, ja, umso besser. Dann greife ich halt an. Ja. Das ist auch eine Option. Dann würde ich sogar einen Wurfschlag ansagen. Und ich würde sogar treffen. Ja, perfekt. Der hat das Verteidigen sehr, sehr schwer. Das ist nämlich der, dem die beiden Pfeile links und rechts zur Schulter rausgucken. Der hat es jetzt echt auf dich abgesehen. Und ja, der kann nicht parieren. Läuft quasi in deine Klinge rein. Dann wären das 2, 4, 8 Schaden erneut. Ja, sehr schön. Bohrst du dein Schwert? Oder welche Waffe hast du? Ja, mein Schwert, genau. Ja, das Schwert kurz unter dem linken Pfeil, also dem Pfeil, den er an seiner linken Schulter starrt, in seine Schulter hinein. Und man sieht, wie die Schildhand so schlaff runterhängt. Und wäre das Schild an seinem Arm festgebunden, würde das jetzt mit laut krachen zu Boden fallen. Aber dann sind die Piraten dran. Einer der kleineren, aber stämmigeren hat sich ein passendes Ziel ausgesucht und hiebt mit seiner Axt auf Oldrich ein. Aber weit vorbei, ja. Wie auch immer, vielleicht kannst du die Bratpfanne nochmal kurz heben. Die Axt schlittert funkensprühend über die Rückseite der Bratpfanne und haut in die Reling ein. Ja. Der vor Pratze, dem er gerade das Knie weghauen wollte, würde treffen, wenn Pratze nicht ausweichen kann. Da hast du eine andere Waffe in der Hand? Ah, nee. Deine Waffe klebt ja gerade im... Nee. Links. Das heißt, du könntest jetzt nur ausweichen. Parieren kannst du waffenlos. Genau. Denn du hast solche Talente wie Entwaffnen. Auf 6 habe ich ausweichen. Ausweichen, das ist jetzt das Böse an DSA 5. Ausweichen gegenüber Nahkampfangriffen ist um 4 erschwert. Um 4 erschwert. Ich muss drunter würfeln, ne? Ja. Ja. Also muss ich, 2 niedriger. 2 oder niedriger, okay. Ich wollte nur wissen, ob ich es richtig gerechnet habe. Ja, oder mach irgendwas an, hast Akrobatik und willst einen Sprung nach hinten machen oder wirfst dich vor. Ich hab sogar jetzt eine 1 gewürfelt. Ja, dann! Hör mal! sinkt das? Ja, ich würde tatsächlich überraschend elegant mich nach hinten bewegen, in Richtung Mast schon mal um die Axt herauszuziehen. Genau. Ja. Ist nur nochmal regeltechnisch, du musst nächste Runde die ganze Aktion drauf verwenden, das heißt, du kannst da wieder nicht angreifen, sondern nur mit der Axt, um ja, die normalen Erschwernisse, die halt eine Axt hat, parieren. Ja. Das ist da, gut. Ja, ich wollte nur mal sagen, dass das zustande ist. Gut. Dann haben wir den guten Herrn, den Rukus ja schon sehr böse durchlöchert hat. Und ja, der mit seiner sowieso schon verletzten Axt halt nur noch an dir vorbeihaut. Mehrere Schreie links und rechts von euch ertönen, als sowohl eure Matrosen als auch Torvaler Piraten verwundet werden. Dann kommen wir zu einer neuen Kampfrunde und damit darf wieder der Oldrich starten. Na gut, da hat sich ja schon einer zu mir gesellt, das heißt, ich will den hauen. Mhm.
Crit eine 1, Bratpfanne in your face. Die Crits rollen. Das ist der Wahnsinn! Ja, mach mal Schaden. Ja, ich meine, man sieht's leider, das sind 10 Schaden. Ja, sehr gut. Beschreib bitte mal entweder, wie du ihm ein wichtiges Körperteil brichst, also Arm, Bein, eine Menge Rippen, ganz fischig brechen, oder du ihn mit einem Schlag unters Kinn über Bord beförderst. Das kannst du jetzt aussuchen. Also eigentlich kam der ja irgendwie auf mich drauf zu und ich musste, oder hat er dann ganz ungeschickt gegen meine heiße Bratpfanne geschlagen. Ja, und hab meine Hand so schön so zur Seite weggehauen. Und jetzt hole ich halt so wie mit so einem schönen Rückhandschlag so von unten aus und sag, was fällt dir ein? Und knock ihm das Ding volle Breitseite so von unten so schön unter den Kiefer, dass der dann so nach hinten wegfliegt. Ja. Ja. Und wenn der dann dabei natürlich ungeschickt, wie er ist, nach hinten wieder vom Schiff unterfällt, dann ist das sein wieder. Also zum einen hört man ein fürchterlich lautes Brechen dieses Kiefers. Weiterhin regnen Zähne, was wohl fester Bestandteil dieser Schlacht sein muss. Von Effert so bestimmt oder so. Und ja, dann mit einem sieht man dann einen großen, breiten, oder einen kleinen, breiten Torwaler rückwärts über die Reling sich zu seinem Kollegen in das in den Raum zwischen den beiden Schiffen gesellt. Dann haben wir den Ratz als nächsten. Ja, dann raus mit der Axt. Mhm. Kraftakt. Wieder eine Kraftabprobe, ne? Mhm. Ja. Yep. Den Legendensängern Aventuriens in den nächsten Jahrzehnten wird die Bratpfanne definitiv als fürchterlichste Waffe der Seeschlacht in ihren Liedern verewigen. Ja, zwei übrig noch. Ja, super. Dann reißt du ohne Probleme die Axt aus dem Stamm, aus dem Mast. Mach nochmal eine Körperbeherrschungsprobe, weil es ist ja eine doppelseitige Axt, oder? Nee, so eine einfache. Ganz normale Streitaxt, ja. Aber trotzdem, der hat noch irgendwie eine Rückseite, vielleicht kannst du die ja so geschickt rausschlagen, ziehen, dass du zumindest irgendwie noch in die Richtung deines Gegners schlagen kannst damit. Das ist ja eine Bewegung. Nee, nicht geschafft. Dann reißt du dir irgendwie nach oben raus. Und ja, dann. Okay. Hier schauen wir rüber zu Rukus, wie er mit seinem schon sehr malträtierten Torwaler weiter verfährt. Jetzt doch etwas mutiger vom anfänglichen Schock. Jetzt in die Offensive gehend, würde ich mit einem schönen Stich versuchen, das Ganze irgendwie zu beenden oder vielleicht mit einem gezielten Schlag. Und hier geht es mir eher um das Treffen als um das wirkliche Verwunden. Deswegen würde ich einen einfachen Angriff machen und diesen auch treffen. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, nein, das Blocken kriegt er schon schwer verwundet auf jeden Fall nicht drin. Sehr schön. Dann wären das 7 Schaden. Ja, mit 7 Schaden darfst du mal beschreiben, wie du deinen Gegner tötest. Gut, dann ist das wahrscheinlich eher so ein... Die eine Wunde habe ich schon mal getroffen. Ach, gleich nochmal rein. Damit es auch schön hält. Und danach vielleicht noch so ein leichter Stups, so dass er vielleicht umfällt. Noch nicht ganz sicher, ob er tot ist oder nicht. Okay. Ja. Du bist dir sicher, als der Körper einfach platschend auf Deck schlägt und ja, aus den sowieso schon vorhandenen Wunden aber noch viel Blut kommt und in späteren Kampfrunden sich auf jeden Fall noch der Geruch von Urin mit in deine Nase kräuselt, was ein Zeichen für den eingetretenen Tod ist. Gut. Dann würde ich jetzt gerne noch als Fraktion so einmal so kopfnickend, okay, machen.
das ist jetzt tatsächlich das, abgesehen von denen, die ins Wasser gefallen sind, das First Blood. Oder First Kill für heute. Easy. Angeber. Wisst ihr? Oh! Da haben wir einen Patzer auf torwaldischer Seite. Und ja, der haut seine Axt nach einem Seemann, vertrifft den, verfehlt den aber. Und man sieht, wie der Axtstiel ganz kurz hinter dem Kopf auf die Reling aufknallt und mit einem Splittern der Kopf abbricht und unten Richtung Wasser fällt. Und man dort auch ein Ah! hört. Ja, wieder landen sowohl Torwaller als auch eure Mannschaftsmitglieder Treffer. Auf beiden Seiten liegen schon die ersten Schwerstverwundeten oder vielleicht sogar Toten auf den Planken eures Schiffes. Der Seedrachen. Und dann können wir in eine neue Kampfrunde gehen, in der sich Oltrich sein nächstes Bratpfannenopfer suchen darf. Ich stehe mit Sicherheit genug rum. Ja. Definitiv. Man hat jetzt hier wie die Priester mit der Bibel aufschlagen, zuschlagen, immer wieder nachschlagen. Mhm. Ich hol aus und will nach dem nächsten das Ding wieder um die Ohren prügeln. Mhm. Ja, ich würde treffen. Ja. Ah, der kann auch gerade seinen Schildarm hochreißen und laut donnern mit einem laut Klong schlägt die Bratpfanne auf den Schild ein. Und ja, man merkt, wie das Schild anfängt zu vibrieren, gegen die Bratpfanne klappert, aber du merkst auch den Rückschlag in deinem Arm. Und weil ich es letzte Runde vergessen habe, greift er dich jetzt sofort zurück an und würde auch treffen. Wie wäre das Ausweichen? Gibt Minus, gell? Ja, das kannst du mit der Bratpfanne abwehren. Ja, da pariere ich lieber, bin ich besser dran mit. Nein, er trifft mich. Er trifft dich. Mit seinem kleinen Handbeil macht er 6 Schadenspunkte. Trefferpunkte. Viel. Entschuldigung. 6 Trefferpunkte. Sau. Sau, Sack. Ehrlich. Tja. Ist klar. Gut, dann sind wir bei Pratze. Du hattest letzte Runde eine Waffe rausgerissen. Genau, da hatte ich den Angriff eben verpennt. Den hole ich jetzt gerade nach. Und da würde dich dein Gegenüber treffen. Da darfst du mit deiner Axt verteidigen. Mhm. Nicht geschafft. Dann kriegst auch du ganze epische 4 Trefferpunkte. Okay. Ja, hat mich getroffen, die Sau. Gibt's einen Wuchtschlag von mir. Und zwar trifft aber nicht, leider. Ja. Wilden haust du deine Axt an ihm vorbei. Er konnte sich gerade noch so kurz wegducken. Mhm. Ja, und ebenso. An der Rokus hatte er eben seinen getötet, deswegen konnte der nicht angreifen. Dann darfst du jetzt angreifen, Rokus. Ist ein neues Opfer suchen für deine Mückenstichmethode. Richtig. Ich gucke mich kurz um, wer in nächster Reichweite ist und würde dann auf den Erstbesten schießen, weil auf den habe ich ja gerade noch eine Möglichkeit. Vielleicht sogar auf einen, der auf mich zustürmt, wer weiß. Ja, tatsächlich ist ein Torwaler mit eurem Bootsmann gerade in einem Kampf verwickelt und hat diesen auch an der Schulter relativ schwer verwundet und das Shirt von ihm färbt sich schnell rot. Das heißt, irgendeine blutführende Ader, ja, stark blutführende Ader ist getroffen worden. Dann hoffe ich doch mal, dass ich ihn vielleicht mit diesem Schuss retten kann vor diesem vielleicht entscheidenden tödlichen Schlag. Ja. Vielleicht ist der ja noch zu retten. Und dann würde ich doch gerade auf diesen Torwart schießen. Ja, bitte. Und ich treffe auch mit einer 2. Genau, das ist gar kein Problem. Der ist ja quasi seitlich dazugewandt. Der sieht gar nicht kommen, was passiert.
Und das würde 7 Schaden machen. Ja, perfekt. Ja, der Pfeil schlägt ihm in die Flanke ein, genau zwischen die Riemen, die seine Krötenhaut zusammenhalten. Und er brüllt auf und blickt wütend in deine Richtung. Jetzt realisiert, dass das eine saudumme Idee war. Ja. Er kommt so ein leichter Schritt zurück. Ja. Dann. Oh ja, perfekt. Wenn man es mal würfeln will, wirft man es. Der zweite größere Torwaller, der gerade auf Oldrich eingeschlagen und ihn sogar verwundet hat, seht ihr, wie er auf einmal laut aufschreit, seine Waffen fallen lässt und seine Hände vor seine Augen hält. Nach links und rechts sich wirft, dann irgendwie ein paar Schritte nach vorne tut, selbst nicht merkt, dass er Richtung Reling läuft und dann über Bord fällt. Ich guck mich hektisch um. Ja. Treffen eure Leute, die Piraten, jetzt etwas härter, die von diesen ganzen seltsamen Gebaren, die eure Mannschaft hier an den Tag legt, doch wohl etwas überrumpelt zu sein scheinen. Der Koch, der mit Bratpfannen kämpft und so. Und ja, dann der durchdrehende Schiffskamerad. Deswegen stecken die in dieser Runde definitiv mehr ein als eure eigenen Leute. Obwohl dort auch einige, wie zum Beispiel der Bootsmann, sehr stark verwundet sind. Und dann ist jetzt wieder der Oldrich dran. Okay, mein Gegenüber ist weg. Ich, dreh mich um und schlag den Nächsten. Mhm. Das wäre jetzt tatsächlich auch der, der gerade den Pfeil in die Seite bekommen hat, der gerade auch mit dem Bootsmann kämpft. Wo auch du siehst, dass der Bootsmann hier über der rechten Schulter riesige Mengen von Blut runterlaufen hat, da eine ziemlich böse Verwundung in der Schulter hat. Halt schön langer Arm von der Seite dem Typ ihm den Kopf klatschen oder Schulter oder was auch immer halt gerade kommt. Ich würde treffen gerade so. Ja, der hat das Schwert ist ausweichen und schafft das auch darum nicht. Nicht? Nein. Kannst Schaden machen. Ja, ganze 5 Schaden. Ja, du triffst den mit der flachen Bratpfanne an der Seite. Das überrascht ihn jetzt mehr, als dass es ihn verwundet. Aber er lässt dabei vom Bootsmann ab und schaut zu dir rüber. Mit der heißen Bratpfanne kriegt eine leichte Verbrennung am Arm. Ja, nach einer halben Stunde an Deck, glaube ich, oder zumindest 10 Minuten an Deck sind die nicht mehr so heiß. Natürlich. Ja. Die haben die Eigenschaft heiß, egal ob die ins Heißwasser fallen oder nicht. Ja, das hat Fett noch da dran. Bratze. Okay. Gusseisen, ja, das hält dann, die Hitze. Ja, dann würde ich meinen Schwung vom Wuchtschlag einfach mitnehmen und nochmal ganz normal zuhauen. Ja. Auf den Herrn vor mir. Jo, getroffen. Kann nicht parieren. Wunderbar. Neun Schaden. Genau. 9 Schaden, sehr schön. Ja. Rukus. Okay, der Koch hat sich jetzt in den Kampf eingemischt. Mhm. Der ist jetzt mit dem beschäftigt, das ist sehr gut. Das heißt, ich gucke mich um, wer braucht denn gerade noch Hilfe? Ja. Also, ja, wer braucht gerade noch Hilfe? Die meisten Mannschaftsmitglieder sind halt in einem Kampf 1:1 verstrickt. Du hast gesehen, dass Pratze gerade einen Treffer bei seinem Kontrahenten gelandet hat. Der Bootsmann ein klein wenig Luft holen kann, dank Oldrich. Okay. Dann würde ich mich doch jetzt mal in Richtung Oldrich begeben. Mhm. Was man anfängt, soll man auch beenden. Mhm.
Und wenn ich die Möglichkeit noch habe, würde ich dann noch zuschlagen. Ja. Willst du deinen Gegner flankieren, also dass ihr so leicht gegen, also nicht genau 180 Grad gegenüberstehen seid, Oldrich und du, sondern ja, irgendwo, wo Platz ist, aber halt nicht direkt nebeneinander, sodass er halt ja, Schwierigkeiten hat, Richtung zwei Seiten zu verteidigen. Bringen wir es von auf. Ja, genau. Sowas würde ich versuchen. Also irgendwie das Ganze taktisch angehen. Ja. Dann schlag bitte zu. Keine Erleichterung beim Treffen, aber er hat eine Erschwernis bei der Parade. Dann hätte ich eine 10 gehabt und das würde treffen. Das wäre ein schöner Schlag, möglichst so nicht in den Sichtbereich von ihm rein, dass er es erst spät bemerkt. Genau, das hat er genau gar nicht kommen sehen. Das hört man doch gerne. Ja. Und dann wären das 7 Schaden. 7 Schaden. Dann stichst du quasi dahin nach, wo eben dein Pfeil schon gelandet ist. Ah! Kriegt wieder so zur Seite ein, blickt erst wutentbrannt zu dir rüber, dann schnellt der Kopf wieder Richtung Oldrich, wahrscheinlich unentschlossen, was er jetzt machen soll. Und der Zufallswürfel sagt Drukus, das heißt, er hackt mit seiner Axt nach dir und hat eine 1 gewürfelt. Das heißt, halbierter Verteidigungswert. Also Parade. Schwert ja. Hochreißend wirft er die 15. Also trifft diese Axt. Tut mir leid, ja. Ja, das trifft sie. Mit 12 Trefferpunkten, halbierter Rüstungsschutz. Okay, dann kriege ich 11 Schadenspunkte. Ja, damit Axt, bin ich jetzt bei Schmerz 1. Gräbt sich tief in deine Flanke hinein. Durchdringt auch deine. Was hast du denn für eine Rüstung mit einem Schadenspunkt? Eine Stoffrüstung oder? Ein Gambeson, ja. Ja, da durch dein Gambeson und die Seite des wahrscheinlich braunen oder grünen Gambesons färbt sich rötlich. Ja. Schon hat er überhaupt Rüstung trägt. Man muss sich ja schützen irgendwie. Ja. Ein bisschen dann wenigstens. Kommt noch ein Angriff auf Pratze, den er verteidigen darf? Jo. Nein, nicht geschafft. Dann kriegst auch du 7 Trefferpunkte. Ja, Lederrüstung hat 3, das heißt 4. Also 4, ne? Genau. Okay. Gut. Neue Runde. Oldrich! Dein Schiffskamerad. Ausholen, ausholen zuschlagen. Als Beider. Schiffskamerad, der dir gerade zur Hilfe eilen würde, wurde gerade von dem fiesen Torwaller vorher schwer verwundet. Ich würde treffen. Mhm. Ja, ne, keine Chance auszuweichen. Oder zu parieren. Ja, ganze 5 Schaden. Na, immerhin. Da die Bratpfanne immerhin mittlerweile kalt ist. Ja, man sieht schon zwei große Beulen am Kopf des Torwallers wachsen, wo ihn schon mehrfach die Bratpfanne zugehauen hat. Auch wenn er diese Erfahrung vielleicht von zu Hause von seiner Frau kennt, aber solch einen wilden Koch hat er noch nie erlebt. Bratze. Ich bin nur der Koch. Nur der Smoothie, ne? Ja. Wieder mal einen Wuchtschlag probieren. Mhm. Jawohl, trifft sogar. Perfekt. Nein. Der starrt nur entsetzt in deine Axt hinein, die du ihm entgegenschwingst. So schnell hat er nicht mit einem Angriff zu dir gerechnet. Mit einem Grinsen im Gesicht gebe ich ihm 10 Schadenspunkte. Boah, jawohl. Die Axt gräbt dich ganz, ganz tief in seinen Oberschenkel hinein. Ist wahrscheinlich fast durch die Knochen durch. Als sie nochmal rausreißt, kommt auch ein riesiger Schwall Blut übers Bein gelaufen. Und ja, der Torwaller von dir schreit bitterlich auf. Drukus, ich schreie zurück. Was möchtest du tun? Fokus? Hört der vielleicht ist er gemutet? Achso, ja, Entschuldigung.
Ja, im Gegensatz zu meinen Kameraden fühle ich mich jetzt gerade nicht mehr so wunderschön. Ja, okay, vom Kochen möchte ich jetzt nicht anfangen, aber... Wunderschön ist jetzt nicht das Wort der Wahl. Ich würde die Armbrust schnell irgendwo in so einen kleinen Halfter tun, damit sie halt, damit sie weg ist. Mhm. Und dann in eine Verteidigungshaltung gehen. Mhm. Gut. Dann bin ich jetzt nämlich dann bei einhändig. Mhm. Und dann abwartend, ob da vielleicht der Torwart da irgendwie das Ganze jetzt beenden möchte. Mhm. Gut. Ja. In der Tat schlägt er nach dir und würde auch treffen. Sehr gut, durch meine Verteidigungshaltung schaffe ich es jetzt sogar zu parieren. Ja, reißt dein Schwert hoch und kannst diesen wilden Axtschwung mit einem lauten Klirren Stahl auf Stahl abblocken. Und, oh ja, der Ratze darf auch nochmal parieren. Okay. Oh, mit einer 1 pariert. Perfekt. Ja, mal gucken, was der Gesichtswürfel sagt. Ah ja, perfekt, ja. Du schlägst ihm quasi die Waffe aus der Hand. Und er schaut dich nur fassungslos an und versucht dann auf sein Schiff zurückzufliehen. Und als du ihm hinterher blickst oder irgendwas hinterher schreien willst, siehst du, wie das andere der Torwale auch tun. Denn es liegen wesentlich mehr Torwale auf Deck als eure Schiffsmannschaft. Auch sehen die restlichen hier noch wesentlich schwerer verwundet aus. Was macht er? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Der rennt auf sein Schiff zurück. Achso, ich würde ihn, wenn er sich umdreht, nochmal in den Rücken treten. Und dabei... Guter Mann! Und dabei, mit dem Tritt geht der Kilt von mir auch noch ein bisschen hoch und dem aufmerksamen Beobachter wird vielleicht auffallen, dass ich keine Unterwäsche trage. Wunderschön. Ja. Alle dachten, es ist eine Wollunterhose. Nein, es sind Haare. Ja, gut. Dann nochmal zu Oldrich. Solange der Typ noch vor mir steht, gleich wie immer. Ja. Ich treffe. Ja, der versucht nochmal seine Axt hochzureißen, aber ist ja viel, viel zu langsam. So. Er kann die Bratpfanne nicht parieren. Epische 4 Schaden. Ja, aber genau die reichen. Zu den 2 Hörnern auf dem Kopf triffst du jetzt nochmal mit der flachen Seite einen wunderschönen Treffer im Gesicht. Man hört nur ein Krachen, wie die Nasenwurzel bricht. Und an der Seite sieht man so Blut links und rechts hinter dieser Bratpfanne vorbeispritzen. Als die Bratpfanne runtersinkt, sieht man nur ein gerötetes Gesicht, das voll Blut überlaufen ist. Der Typ, der seine Augen verdreht und nach hinten torkelt und sein Heil in der Flucht auf das andere Schiff sucht. Pratze. Ja, dann würde ich mal einen Enterhaken nehmen. Den nehmen. Und dann quasi den auf die andere Relingsseite werfen. Und versuchen, dass die da nicht loskommen. Ja, das Werfen ist jetzt nicht so weit weg. Also da musst du keinen Wurf machen. Aber dann willst du das bei dir auf der Seite irgendwo festbinden. Oh ja, am Mast wäre doch ganz gut, ja. Ja, dann, ich glaube, Fesseln gibt's nicht mehr. Ich glaube schon. Fesseln gibt es noch, genau. Will einen Wurf auf Fesseln machen, ob du da so schnell in der Kampfhektik Knoten hinbekommst am Mast? Oh je, ich glaube, das ist nicht so. Wo steht er nochmal? Naturtalente, genau. Nö. Das klappt nicht, aber dann würde ich halt versuchen, einfach nur festzuhalten. Kraftaktmäßig. Ja,
Gut, kannst du auf jeden Fall machen. Das mit ihr, ne? Kannst du aber auf jeden Fall schon mal einen. Passt auch eher zu dir, glaube ich. kannst du schon mal einen Kraftaktwurf machen? Inwiefern du das schaffst, da wirklich Kraft aufzubauen, die Füße irgendwo zu verankern, so dass du da. Ah. 2, 1, 5. Ja. Das klappt. 7 habe ich plus. Noch über. Ja, dann stemmst du dich mit aller Kraft. Irgendwie gegen den Mast. Genau. Weil ich den ja sowieso fest machen wollte. Ja. Genau. Die kommen nicht weg. Ja, gut, dann nochmal zu Rokus. Kurzer Blick auf den Typen. Kurzer Blick, ist er wirklich tot? Umschau, sind noch weitere Gegner da oder sind alle am Fliegen? Also, es sind noch einzelne in Kämpfe verwickelt, das sieht man. Aber, die sind schon auf dem Rückmarsch, definitiv. Anders als mein guter Freund hier, der anscheinend rein Tisch machen möchte, bin ich jetzt eher wieder dabei und versuche mit dem Schwert so ein paar Seile durchzutrennen. Okay. Willst du auch das Seil durchtrennen, das er hält, oder die anderen? Also ich fange mal beim Erstbesten, dass ich rankomme, an. Wenn ich bei ihm ankomme, schaue ich ihn so ein bisschen fassungslos an, so ernsthaft, kommt dann vielleicht noch. Ja, also schlägst die ersten paar Seile durch, aber man sieht auch schon, der erste Torwaller da hinten auf dem Boot ist, die schmeißen auch die Leinen über Bord, beziehungsweise lösen die Knoten oder kappen die Knoten auf ihrer Seite, um loszukommen. Und es werden auch schon Stangen beigeholt, um euch quasi vom Schiff abzudrücken. Und ja, gut. Die rennen auf ihr Schiff zurück. Der Oldrich Frage. Ja? Mit welchem Talent verbietet man Hornissen? Schusswaffen, aber es gibt da eine Sonderfertigkeit Belagerungswaffen. Okay, es gibt noch Belagerungswaffen. Ja. Ha. Glaube ich zumindest. Ich guck mal gerade. Ja, nicht, dass ich unser eigenes Schiff dann versenke. Lass es besser dann. Feuerschwein gibt es. So dieser kurze Gedanke am Rande. Ich sehe es jetzt im Bogen, sehe ich es jetzt gerade nicht, aber ich behaupte mal, sowas gibt es auch. Wäre ja sonst gut. Okay, ja. Nein, ich würde mich dann vielleicht noch in 1, 2. Ich würde mich prima jetzt erstmal aus den Kämpfen raushalten. Mhm. Und vielleicht mal, wenn ich gerade irgendwo einen Rucksack rumstehen habe, oder meinen Rucksack rumstehen habe, so ein bisschen in die Richtung laufen, weil ich weiß, dass da Verbände drin sind. Weil die Wunde schmerzt. Mhm. Ja, machen wir gleich. Oldrich, willst du nochmal irgendwie eine Bratpfanne hinterher würfeln oder einfach nur Bratpfannen gegeneinander schlagen und Krach machen oder? Gut, da die sind jetzt alle weg oder was? Die sind am Laufen. Das heißt, da ist noch irgendwo einer oder was? Wenn du noch einen großen Schritt nach vorne machst, könntest du nochmal irgendwo eine mitgeben. Dann setzt was, setz also an. Mhm. Schlage ich gekonnt daneben. Ja. Ich bin wahrscheinlich einfach zu langsam, um da hinterher zu kommen. Genau, der macht gerade einen Satz auf die Reling, will rüberspringen. Aber du haust kurz hinter seinem Knick vorbei, sodass er den Sprung noch schafft. Und ja, auf dem Torwaller-Schiff werden schon die ersten Stangen durch die Reling durchgeschoben, um sich von eurem Schiff wegzudrücken. Und das Torwall-Piratenschiff kriegt so ein paar Meter zwischen euch Platz, bis sich ein letztes spannendes Seil gegen die drückende Mannschaft auf dem Torwaller-Schiff stemmt und an diesem hängt Pratze und zieht mit aller Gewalt das Schiff zu eurem zurück. Ja, irgendwie merke ich, dass irgendwie keiner von meinen Leuten da irgendwie so viel Lust hat auf die Kämpfe. Ja, dann lasse ich halt auch mal das Seil los. Ja. Ich meine, dann
Dann schnappe ich mir noch meine, oder ich suche wieder meine Armbrust, die ich ja fallen habe lassen. Und will dann vielleicht nochmal einen Schuss versuchen. Aber sonst, ja, dann lasse ich das. Super. Ja, ein Siegestaumel bricht auf eurem Schiff aus. Dieses Ereignis, was man ja nicht oft hört, dass ein Angriff der Torwall-Piraten überlebt wird und das noch mit relativ wenig Verlusten, gibt eurer Mannschaft definitiv Grund zu feiern, aber auch natürlich Grund der Trauer, denn der eine oder andere hat vielleicht einen langjährigen Freund verloren. Das kann man so nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall tritt der Captain dann in die Mitte seiner Mannschaft und sagt: Gut gemacht, Männer. Die konnten wir zurückschlagen. Jetzt machen wir klar Deck und dann machen wir unsere... setzen wir unsere Fahrt nach Pavi fort. Es dürfte höchstens noch ein Tag sein, aber verschnauft erstmal. Macht eine kurze Pause. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch rauchen oder mal austreten. Wir sehen uns gleich an Deck wieder. Macht's gut. Bis gleich.
Pikachu wieder da. Ja, ja, ich bin alle wieder da. Sekunde. Ja, da sind wir wieder. Nach der Pause. Und ja, genau. Das Deck wird gerade von Überresten von Torwallern und Blut gereinigt. Die Beute wird ja mannschaftsweit aufgeteilt. Aber ich denke, einige von euch wollen sich erstmal um ihre Wunden kümmern, oder? Mhm. Also, Grundverbandszeug habe ich ja. Weiß ich, dass es einen Schiffsarzt gibt? Gibt es tatsächlich nicht. Okay. Dann. Ich weiß nicht, wie ich welche Leute überhaupt irgendwas versorgen kann. Das heißt, ich würde versuchen, mich irgendwie Grund selbst zu versorgen. Das heißt, ich würde einen meiner Verbände schnappen und dann eben genau das versuchen. Komm mal her, mein Junge. Lass mich mal drüber schauen. Hä? Was? Du siehst ja, mich gerade so mit. Ja, einen Kratzer. Naja, so ein bisschen. Ah! Bisschen mehr als ein Kratzer. Ich schaue mal. Oh. So siehst du, wie Ulrich daneben dran steht? Einer dieser Bratpfannen am Schwingen ist. Das können wir auch ausbrennen. Ich schaue jetzt leicht entgeistert an. Nein. Nee, nicht geschafft. Nicht geschafft? Weil nee, Allkunde wurden nicht geschafft. Du tüttelst halt irgendwie die Verbände. Ja, ist ja auch nur ein Kratzer. Also komm, stell ihn mal nicht so an. Du tüttelst die Verbände irgendwie so drum, aber die werden halt relativ schnell rot. Ja. Ulrich, du hattest ja schon mal irgendwelche Erfahrungen früher. Willst du da irgendwas tun? Den müssen wir abnehmen. Der ist nicht mehr zu retten. Ey, hallo? Der muss weg. Hallo? Stopp! Ja, das Problem ist, er hat ja die Verletzung in der Seite bekommen. Das heißt, Ach so. Arm weg ist nicht. Ach so. Der Arm schade. Ist vollkommen okay. Dann halt den Fuß. Schludrigen Verband ab und wird selbst versuchen. Erschwert. Nur um den Schmerz, oder? Genau. Um Schmerz erschwert, genau. Müsste einen sein bei dir, ne? Ja. Mensch, dann hätte ich sogar noch eine Qualitätsstufe übrig. Ja, das heißt, regeltechnisch kriegst du plus 1 bei der nächsten Erholung. Aber du hast es mit Druckverbund verbunden. Und, ja. Der so. Färbt sich nur sehr, sehr langsam rot. Schön hast du das gemacht, Bursch. Jetzt binden wir mal Leute die Schulter zu. Sonst geht da so viel Dreck im Essen. Ja. Und ich bleib vor dir stehen. Okay. Ich versuche das umzusetzen, bin mir aber immer noch nicht sicher, was er genau von mir möchte. Ich wurde ja, wenn ich das eben richtig verstanden hatte, an der Schulter getroffen. Genau. Achso, stimmt. Dann würde ich jetzt einen anderen Verband zücken und versuchen, ihn zu verarzten. So jetzt so mit leicht aufstehend. Sag, hast du einen Hocker irgendwie, damit ich eine stabile Position habe, wo du dich drauf hinsetzen kannst? Ich stell mein eines Bein etwas weiter auseinander, dann stehe ich feste. Okay, gut, probieren wir das mal. Das schaut nicht ganz so gut aus, das ist leider keine Qualitätsstufe. Aber geschafft. Ja, also ja. Null halt. Ja, wenn du es mit 0 geschafft hast, ist es eine Qualitätsstufe. Ach, ja, genau. Richtig, ah, ja. Ja, dann wär's dann eine Qualitätsstufe. Ja, dann hast du zumindest auch die Verwundung von Ulrich verbunden. Und, ja. Kannst du zumindest noch behelfsmäßig seinem Tagewerk als Koch nachgehen. Gut gemacht, Bursch. Leichen auf Essen geht's da besser. Ich hoff's. Ich muss zum Arzt. Ja, der braucht auf jeden Fall Ruhe im Moment erstmal, ja. Ja, ich leg mich
dich irgendwo an Deck setzen, wahrscheinlich so halb an den Mast lehnen oder so, wahrscheinlich auf so eine Reihe, so eine Seilkordel oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich werde ich dann 2 Minuten wieder runtergescheucht, aber so für einen Moment einfach mal so gegen den Mast lehnen einfach. Ja. Von eurer ehemals 28-persönigen Mannschaft sind noch 24 am Leben. Plus ihr. Ja, das ist doch nicht. Und die Torwaler werden halt durchsucht, ausgeplündert und damit nach einem kurzen Gebet an Effert über Bord geworfen. Was? Seebestattung? Ja, richtig. Hier! Ja. Okay, ich habe jetzt gesagt, ich bin schon unter Deck. Was das für ein Haufen Fleisch drauf geht, verwenden können. Wo ist Krakow? Wollen wir wetten, wer zuerst hinten am Boot kommt, ne? Ja, genau, meine ich. Ich hab nichts mitgekriegt, ey. Ich auch nicht. Wenn jemand von euch nicht irgendwelche Rundschilde oder Äxte oder Kroten heute braucht? Ach so, ja, so ein Schild würde ich schon an mich nehmen. Mhm. Gäbe es ein Haumesser? Na, die haben Äxte gehabt. Ja komm, Axt ist auch gut. Irgendwie muss man sich durch den Wald schlagen. Genau. Weil ansonsten wird halt der monetäre Fund durch Anzahl Personen geteilt und da bekommt jeder 3 Dukaten. Nice. Das hört mich doch gut an. Ja. Und nach weiteren 2 Tagen, das heißt 2x schlafen für jeden, 2x heilen. Sehr schön. Gibt es diesen Wurf auf Konstitution eigentlich noch, oder? DSA 5. Wie geht es nochmal mit Heil? Ja. Es ist ein W6, aber ich weiß nicht, ob es diesen Konstitutionswurf noch gibt. Eine Sekunde. Jetzt, Ich brauch's nicht, ich habe 2 Sechser geworfen. Ja, mir ist das egal, ich, Die ich Erholungsprobe. Rocken wird nie getroffen. Oh, schön, das ist die Gedicht. Ach, Erfolgsprobe, ich habe eben. Ja. Ja, falls es jemand gerade im Chat reißt, sag das mal bitte, wie das mit nächtiger Erholung ist. Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht, da muss ich jetzt suchen. Vielleicht sollte ich mal nach Heilung suchen, statt nach Erholung. Ah, mein Fuß schläft ein. Der kriegt auch Heilung. Achso, Regeneration heißt es hier, genau. Schadensquellen, Schadensarten, Feuergift. Nee, Heilpflanzen. Och, Herr. Also ich brauch's nicht unbedingt, ich bin... Ich auch nicht, ich bin auch voll, also ich bin wieder voll. Okay. Ich habe auch nur 5 Schaden bekommen. Also so schlimm war das jetzt nicht. 6 Schaden bekommen, also... Kratzer. Ja. Kratzer. Ja, das ist ja wahrscheinlich für... Ach. Weiteren Verlauf. Für die Zukunft. Genau. Für die Zukunft. Weniger Regeneration. Eine Seite vorne dran. Brauchst du 6 Stunden Ruhe, ist klar. Pro Tag bis zu 2 Regenerationsphasen. Regeneration 1W6. Einfach nur ein W6, okay. Ich dachte, da müsst ihr vielleicht noch was würfeln. Also ihr kriegt einfach einen W6 Leben oder Astral oder Karma-Punkte bei 6 Stunden Schlaf. Gut. Und dann eben durch eine Qualitätsstufe in Wundheilung, beziehungsweise in Wundenheilen. Und die 2 Sechser! Genau, ja. Oder bei verbesserte Regeneration. Zum Beispiel, ja, genau. Dann kriegt man halt dann plus 1 oder plus 2 oder plus 3. Richtig, richtig. Jo. Was ja schon sehr heftig ist. Ja. Gut. Eine Nacht, ich war gesund. Am frühen Vormittag des 2. Tages nach eurem Zusammentreffen mit den Torwalern
kommt ihr mit einem leicht beschädigten Schiff im Hafen eures Zielortes an, der nordostaventurischen Stadt Pavi. Mit einem Knirschen scheuert der Rumpf der Seedrachen an der steinernen Kaimauer der Stadt Pavi entlang. Zwei Matrosen springen von Deck und verteuen euer Schiff an der Kaimauer. Mehrere Planken werden auf den Kai hinabgelegt, sodass man den Kai auch betreten kann. Und der Captain der Seedrachen, Erlak Dugor, ein breitschultiger, kräftiger Mann mit schwarzen, langen Haaren, schwarzem, dicken Bart, schaut euch an. Gute Leistung, Männers. Wir bleiben hier einen Tag. Moin. Sehen wir wieder zurück nach Havena. So, dann könnt ihr euch mal die Beine vertreten, wenn ihr wollt. Sehr schön. Sehr schön. Chef, wie schaut denn das aus mit unserem Geld? Meinst du jetzt den, das, was von Captain den Torwalern eingesackt wurde, oder? Nee, unser Lohn. Halt, unser Lohn. Okay, du als angeheuerter Söldner, meinst du? Oder angeheuerte Mannschaft. Ich weiß jetzt nicht genau, als was die mich jetzt angeheuert haben. Ja. Ja, wart ihr insgesamt, sagen wir mal, ist schon eine ganz schöne Strecke, 2 Monde unterwegs. Das heißt, du kriegst, Söldner ist, glaube ich, ein Silbertaler pro Tag. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ein oder zwei, glaube ich, ja. Ja, das kommt auf die Qualität an. Ja, sagen wir mal, 60 Silbertaler kriegst du dann ausgezahlt. Für dich an Bord an Land zu vergnügen. Der Smoothie kriegt die Hälfte. Also 30 Silbertaler. Er legt dir nochmal 5 Silbertaler für diesen epischen Kampf drauf. Yes. 2 neue Bratpfannen, die ich weggeschmissen habe. Sozusagen, ja. Ja, die hat ja schon abgezogen. Ja, er ist schon abgezogen, ja, dann geht's ja noch. Und ich gehe davon aus, dass ihr auch von Bord gehen wollt. Jo. Hi. Ja. Jo. Ja, das kleine Nivesen, beziehungsweise Nomadenstädtchen, die Bevölkerung ist nahezu halb-halb. Pavi ist für noch als Zivilisation zu erkennen, aber die meisten Gebäude sind Fachwerkbauten, das heißt Holzkonstruktionen, die mit Lehm verkleidet sind oder Ausmauerungen, Gefäße aus Lehm haben. Was vom Hafen gut zu erkennen ist, es gibt einen Effert-Tempel und weiter landeinwärts auf einer kleinen Kuppe steht das einzige Steingebäude, das mit seinen Türmen so aussieht wie wahrscheinlich der Sitz des lokalen Herrschers. Was euch jedoch auffällt, ist, dass viele der Häuser eingestürzte Gefäße haben, Risse in den Wänden, Löcher in den Dächern. Und ein Haus unweit vom Hafen ist völlig zerborsten. Das erkennt ihr von hier. Sieht das eher aus, als ob die einfach verwahrlost wurden oder wirklich aktiv beschädigt wurden? Das sieht nach Beschädigungen aus. Du kannst ja mal, was gibt es denn da für äquivalente Talente? Geografie, Geologie oder Baukunst? Ja, gibt's irgendwas? Baukunst, ja. Ich weiß es nicht. Im Zweifelsfall könnte man Stein- oder Holzbearbeitung dafür ranziehen. Du sagst, es sind hauptsächlich Fachwerke. Dann Mechanik? Nee, auch nichts. Ja, weniger. Nee. Ich würde nicht. Ja, werfen wir es auf Sinnesschärfe, ganz ehrlich. Ja. Oder? Okay, machen wir es Sinnesschärfe. Dann hätte ich eine Qualitätsstufe. Ja, also hier fällt zumindest bei einem Holz klar auf, dass oben der
querliegende Kämpferbalken, der unter dem Dachansatz liegt, oder auf der Lehmgefachung liegt, dass darunter die Fachung halbrund rausgebrochen ist, als wenn es irgendetwas einen großen, schweren Schlag auf diesen Balken gegeben hätte. Das Haus zwar standgehalten hat, oben drüber ist das Strohdach weggefetzt, aber halt der Lehm rausgebrochen. Das heißt, irgendeine größere Kraft muss auf diesen Balken eingewirkt haben, eine Stoßkraft, so wie du meinst, damit dieses Gefach darunter so rausgebrochen ist. Also niemand hat von innen oder von außen gegen das Gefach geschlagen. Das kann man erkennen. Okay. Da hat wohl jemand zu stark angeklopft. Ich lache auch in-game. Und ich würde mal zu einem der Passanten gehen und fragen, Entschuldigung, fand hier in letzter Zeit ein Kampf statt oder warum sind die Häuser hier größtenteils alle so, naja, wie zum Beispiel auch das, völlig kommt zerstört? Was? Kampf? Nein! Das sind die verdammten Riesenalken! Riesenalgen? Alken! Was sind Alken? Na so... Lufttiere, wie nennt ihr das? Vögel! Riesige Vögel haben eure Häuser zerstört? Ja, die lassen Steine fallen. Und warum tun die das? Ich habe keine Ahnung, ich bin nur Hafenarbeiter. Ihr wohnt in dieser Stadt! Ja, ich habe nie mit den Vögeln gesprochen. Ja. Captain, wir können weiterfahren, die sind ja alle doof. Wie bei mir da. Ich fass mir kurz an den Kopf. Okay. Habt ihr irgendwelche Informationen zu diesen Vögeln? Frag ich den Herrn. Sie fliegen. Okay, habt ihr irgendeinen Ort, wo ihr Wissen hortet? Schaut dich ratlos an. Habt ihr einen Legenden- oder Geschichtenerzähler hier im Dorf? Ein Geschichtenerzähler? Ja, hier, der Wirt. Der kennt die meisten Geschichten. Danke, mein Freund. Drüben in der Heringstonne. Leute, ich bin in der Heringstonne. Wollen die anderen folgen? Oh, komm mal doch mal mit, da gibt's bestimmt was zu essen. Ja, ein bisschen spielen kann ich da auch. Kommt zu etwas größerem Haus, das nur leicht beschädigt ist, wo eine Tonne, wer hätte es gedacht, quer über dem Eingang hängt, wo mit blauer Farbe irgendeine Art Fisch aufgemalt ist und dann in so leicht verlaufender Farbschrift drunter steht Heringstonne. Das ist ein Lachs und ich gehe rein. Ja. In der Heringstonne ist es sehr gut besucht. Man sieht hier nicht so wie am Hafen unten nur Nivesen und Nabaten. Es gibt auch andere Gesichter, sogar den ein oder anderen breiteren Torwaler kann man erkennen mit seinem stolzen geflochtenen Bart. Die Leute sitzen vornehmlich an Tischen, löffeln irgendeine Suppe in sich hinein und die einen oder anderen, wie zum Beispiel Torwaler, trinken einen Humpen Bier und es ist ja wilde Unterhaltung. Okay, ich frag nur zur Sicherheit. Sieht irgendeiner der Torwaler aus, als hätte er in letzter Zeit eine Bratpfanne ins Gesicht bekommen? Nein. Nein. Gut. Dann würde ich mich doch mal direkt... Gibt's einen kleinen Tresen auch? Ja klar, definitiv. Da steht ein breitschultriger Norbade mit so einem langen, schwarzen, hängenden Schnurrbart und einer Glatze hinten dran mit buschigen, schwarzen Augenbrauen. Ah, Fremder! Wieder ein Schatzsucher hier bei uns in Pavi. Schatzsucher würde ich mich nicht nennen, eher Kartograf, aber ja, ja, doch, durchaus, ich bin hier in Pavi. Kartograf, das meint, ihr malt Karten? Oh. Korrekt. Ich würde so ein, zwei Blätter rauskramen und sie ihm zeigen. Hier, seht, die habe ich auf der Reise gemacht. Vielleicht etwas Wasser drauf gekommen, aber ansonsten
und ich würde das Tattoo wieder wegnehmen. Fährt so irgendwo über die Karte, in der du diese Küstenlinie vor der Brecheisbucht aufgezeichnet hast. Das sieht aus wie der Rücken von meiner Ollen, voll mit Warzen. So sehen Küsten normalerweise aus. Ach, die Küste. Von der... Aha. Ja, so weit draußen war ich noch nicht. Komm selten aus Pavi weg. Ich zücke einen kleinen Stift, mal noch so ein paar Wellenlinien dahin, wo Wasser sein soll. Ist das jetzt besser erkennbar für euch? Das sind jetzt die Falten von meiner Frau, oder wie? Okay. Ich zeichne noch einen kleinen Fisch daneben. Das ist total abgehängt, glaub mir. Sagt mir nicht, eure Frau hat an der Stelle einen Tattoo. Ein was? Okay, gut. Immerhin. Was darf's denn sein, Fremder? Für mich erstmal ein Bier. Ja. Holt halt so einen Holzkrug unten vor. Lässt irgendwie ein sehr, sehr helles Getränk dort reinlaufen. Und haut es auf den Tisch. Als Silber. Ich stups ihn jetzt so von hinten an. Wasser 2 vergessen. Oh, ja. Der, der Smutsche des Schiffes und ein Söldner. Lasst mich überlegen. Namen. Ich bin Bratze mit der Glatze. Ja, genau. Episch. Einfach zu merken. Geht nichts über eingängige Namen. Bratze, ja, in meiner Heimat haben wir's nicht so mit schweren Namen. Die sind immer so schwer zu merken. Auf jeden Fall. Bratze mit der Glatze und Udermann ist Udermann. Läuft. Bin ich voll dafür. Udermann? Udermann. Ja, dann bestellst du noch 2 Biere. Und ich gucke danach so ein bisschen verwundert an. Ein Silber? Aber für ein Bier? Wir sind hier im hohen Norden. Der Nachschub ist teuer. Die Wege hierher sind 3/4 des Jahreszyklus eingefroren. Wer ist das? Der ist die 2 ja wahrscheinlich gerade am Fertigmachen, weil er mit ihm schon wieder am Sprechen ist, gell? Mhm. Weil ich greife dann so einfach mal an ihm vorbei, nimm den ersten Krug und zieh den einfach auf Ex ab. Und stell ihn wieder hin. Ja. Das ist sehr, sehr dünnes Bier. Na gut, solange ich jetzt gerade dafür bezahle, ist mir das ziemlich egal. Ich zieh das runter und warte jetzt auf meins. Würde man deine nach... müsste ein Loch drin. Würde man nach heutigen Maßstäben als Drive bezeichnen. Huh. Ich gucke etwas verdutzt. Ja, also vor allem, dass die Torwaler hier im Raum das protestlos sich reinkippen. Guter Mann, was kostet denn der Schnaps hier? Ist der vielleicht billiger? Es kommt drauf an, ob ihr den fernländischen Schnöselfusel haben wollt oder was hier aus Pavi. Was kostet denn der aus Pavi? Einen Heller den Humpen. Den Humpen? Also. Kleinen Stamper. Stamperle. Ja. Stamperle. Ja, genau. Ja, gut, dann auch. Dann 3 Schnaps, bitte. Und auch 3 für meine 2 Kumpanen. Jeweils. Ah, verstehe. Könnte ich einen der Schnäpse zurückordern und dafür einen Tee bekommen? Am besten, indem sie den Schnaps reinkippen. Jetzt guck ich ihn an. Oh, das so. Was hast du gerade gesagt? Ich will einen Tee mit Schuss. Was ist mit Tee? It's tea time. Tee? Was? Okay, ich verstehe schon. Ich bin hier irgendwo. Er meint heißes Wasser. Heißes Wasser haben wir. Habt ihr hier Milch? Das ist nur schon kalt. Ihr habt doch hier Milch. Ihr könnt das auch aus dem Zuber nehmen, das ist auch kein Problem. Okay, ich gebe mir einen Becher Milch und von mir aus alles, was die Herren hier bestellt haben gerade. Ich nehme etwas davon und zahle dann das, was ich wirklich getrunken habe. Also 9 Schnaps zahle ich. Perfekt. Optimal, da trinke ich einfach mit und das wird dann schon passen.
Nimm das zweite Bier. Ja, widerwillig stelle da ein Hupenmilchchen. Okay, ich nehme einfach zwei Shots, kipp die in die Milch, denk mir, wo bin ich gelandet? In Party. Danke. Und dann ziehe ich das Ding runter. Also schluckweise, nicht instant wie der Herr Oberich. Oltrich, wenn. Ja, Oltrich, ja. Ich habe jetzt den zweiten Humpen am Hals. Mhm. Wenn er zwischenzeitlich seine Milch da mal abstellt und nicht die Hand dran lässt. Doch, die behalte ich dran, nachdem du den zweiten Humpen weggenommen hast. Gut, ist mir egal. Dann würde ich einfach mal nach dem Milch um. Lass mal probieren. Greif danach und würde auch einfach einen Schluck davon nehmen. Okay, solange es so ein Schluck ist. Das ist nur Milch, ich will nur probieren. In Anbetracht dieser Situation würde ich dann gleich alle drei Schnäpse schon mal auf Ex. Direkt mit dabei. Die drei und den einen vierten, den der andere stehen gelassen hat. Wir sind zu spät hier. Ja. Nix verkommen gelassen, ja. Gut. Ja, nachdem wir da was getrunken haben, gucke ich die anderen an. Ja, jetzt haben wir ja gut was getrunken. Ich glaube, wir können weiter. Nee. Herr Wirt. Ja. Also, ihr könnt gerne weiter, aber Herr Wirt. Was hat das mit diesen steinwerfenden Vögeln auf sich? Fliegen. Warum werfen sie Steine auf euch? Die lassen sie fallen, nicht werfen. Weil sie es können. Du siehst so, wie er sich normalerweise war er so ein bisschen auf dem Wirt fixiert, so ein bisschen mit Ellenbogen auf dem Tisch. Und man sieht, wie er jetzt langsam zurückgeht und dich dann so mit so einem fassungslosen Blick dein Ernst anguckt. Ja, gerade als du den Wirt so anguckst, fliegt mit einem lauten Krachen die Tür der Schenke auf. Ein spatteliger Mann mit Sommersprossen und Kopftuch, den ihr eben als Hafenarbeiter auch gesehen habt, kommt mit hochkotem Kopf an. Die Riesenalken greifen an! Rettet euch! Ja, man sieht, wie dann totale Hektik in der Schankstube ausbricht. Und die hinten rechts in der Ecke zur Kellerklappe stürzen, die aufreißen und einfach runterspringen. Und ja, es ist ein Gedränge darum gibt, wer als erstes die Kellerklappe erreicht. Der wird schon an, keine Zeit! Und springt auch über die Theke und rennt Richtung Keller. Was macht ihr? Auch die Torwalle? Ja. Von mir kommt erstmal der Kommentar. Ach, jetzt sind sie auf einmal interessant. Da ich aber weiß, dass die Viecher Steine werfen auf Häuser, Nein, lassen sie fallen. Also ich greife jetzt nach dem... Es kommt ein Brüller in deine Richtung. Das ist doch jetzt nicht der Punkt! Ich greife über die Theke nach der Flasche Schnaps, die der Wirt da hat stehen lassen. Und greife nach dem Krug Milch. Und würde die anderen beiden jetzt angucken. Wie sieht's aus? Raus zum Schiff oder nach unten in den Keller? Unten in den Keller. Ich nehme das Glas Milch aus der Hand, zieh's runter, stell's hin. Ich nehme. Okay, ich habe immer noch die Flasche Schnaps in der Hand. Ich geb's dir nicht rein. Auf zum Kellerloch. Ja, dort ist Gedränge. So ein leeres. Von draußen hört man Kreischen und von Ferne schon Rumpeln, als auf einmal ein mächtiger Schlag irgendwo weiter oben das Haus, in dem ihr seid, zum Erbeben bringt. Dort, wo ihr eben noch neben der Theke standet, ein großer Teil der Gefachung aus der Wand in den Innenraum platzt, überall Kalkputz auch von der Decke rieselt und den Raum in so einen weißen, neblischen, diesischen Zustand versetzt. Und draußen, durch die Tür, könnt ihr gerade sehen, wie ein Felsbrocken auf das gegenüberliegende Haus kracht
von dort auf den Boden rollt, die Straße entlang und einen Obststand, der auf der Straße stand, zerschmettert. Das geht noch einige Sekunden so und gerade, als ihr euch in den Keller gerettet habt, hört man wie mit draußen Ruhe einkehrt. Sobald Ruhe einkehrt, ich bin sofort... ich bin wahrscheinlich der Erste an der Kellertreppe. Ich möchte noch einen Blick auf die Viecher erhaschen. Du rennst raus? Ja, ich versuche irgendwie da so schnell wie möglich rauszukommen. Das interessiert mich brennend. Ich stunk mal unseren Smoothie an. Hier, gib mir auch mal was ab. Ich halte ihm so ein leeres Schnapsglas hin. Ich schenke ihm ein und nehme dann auch nochmal einen Schluck und würde dann natürlich, nachdem Ruhe eingekehrt ist und der andere schon wieder abraucht, am Abhauen ist, würde ich auch gucken, dass ich einfach schnell genug hinterherkomme, weil da oben standen noch volle Krüge. Alter Schwede. Er will es. Ja. Du kommst dann raus und siehst nur noch große Schatten. Es ist erstmal so ein verstohlener Blick quasi so aus der Tür raus und spaltoffen, so vielleicht schützt der Türrahmen, ja, so nach dem Motto. Ja, draußen siehst du halt das pure Chaos. Menschen, die mit den Händen über dem Kopf auf dem Boden liegen, zitternderweise in der Nähe auch Menschen, die reglos auf dem Boden liegen, besonders neben diesem Obststand, der von dem Felsen zerschmettert wurde. Und Richtung Westen siehst du nur noch Schatten von riesigen Vögeln davonfliegen. Schwarz, braun, irgendeine Farbe erkennt man wenigstens oder einfach nur, ich nenne es mal Schatten. Okay. Ja, dunkelbraun. Okay, also nicht rabenähnlich oder so. Okay. Okay, ich vermute jetzt mal, dass die größten. Haben wir gerade Bratze verloren? Ja, wir haben gerade Bratze verloren. Ja, ich hoffe, ja, Bratze ist auf der Schnaps Kellertreppe hat einfach gestürzt. Ja, ist auf der Kellertreppe gestürzt. Man hört ein leichtes Dumpf von hinten wahrscheinlich. Ich wage mich jetzt mal mehr nach draußen, schaue mich nochmal genauer um. Bratze schüttelt sich und richtet sich auf der Treppe wieder auf. Ja. Und dann würde ich... Ich spiele. Zum ersten hingehen, der jetzt nicht tot aussieht. Ja. Und wird ihm so auf die Schulter mal tippen. Ja, was? Was? Sie sind weg. Oh, puh, gut. Steht dann auf, klopft sich den Schmutz ab. Schon wieder diese Mistviecher. Okay. Gibt es irgendjemanden, der über diese Mistviecher mehr weiß? Ich denke mal, der Herrscher hier sollte sich des Problems bewusst sein und annehmen. Aber falls du hier mitbekommen hast, der Rukus ist raus auf die Straße gelaufen, du und Olocha, ihr seid noch drin. Achso. Oltrich. Ja, ich bin jetzt... Ja, sorry. Ich war gerade... Oltrich, ja. Der Olocha. Bin gerade... irgendwie zweimal rausgeflogen, keine Ahnung. Kein Problem. Passiert. Ja, bist du durch den Schnaps auf der Treppe ausgerutscht und hast dich da lang gemacht. Dann ist es aufgefallen. Ja, das ist, den du angesprochen hast, Rukus, ist so ein kleiner, hakennasiger mit so wässrigen Augen. Der schaut sich dann links und rechts um, kommt dann so nah zu dir ran, guckt dich verschwörerisch an. Ja, natürlich. Die Riesenalken. Sie sind eigentlich friedliche Vögel. Aber sie stehen unter dem Bann von Olachtai. Das ist ein fieser, schwarzer Magier aus den Bergen im Westen. Er will uns zermürben. Er will die ganze Küste beherrschen, aber da hat er bei uns noch kein Glück gehabt. Wir sind schwach. Schau mich um. Ich schaue mich um, also für mich sieht das schon sehr erfolgreich aus. Naja, schaut so ein bisschen betreten zu Boden, aber dann wieder verschwöre ich zu dir, seine Schergen haben sogar auf dem Effa-Tempel eine Reliquie gestohlen. Das macht uns die meisten Probleme.
Die Priester sagen, Effert hat sich von uns abgewandt. Er hört uns nicht mehr, weil wir seine Reliquie verloren haben. Dann liegt er hinter sich zurück, zieht an so nicht vorhandenen Hosenträgern. Die Herzogin Glorana hat auch ein Kopfgeld ausgesetzt für die Wiedererlangung dieser Reliquie und der Beseitigung von Olachtai. Es sind schon einige Glücksritter losgezogen, aber es ist noch keiner zurückgekommen. Und da diese Vögel immer noch Steine auf unser Dorf werfen, gehe ich mal davon aus, hat er noch keinen Erfolg. Ich glaube, diese Information könnte eins, zwei Leute interessieren. Und dann würde ich mich wieder in Richtung Schenke begeben. Läuft mir so der. Wen denn? Kann man die verkaufen? Tja, du hast deine Information, ich hab meine Information. Ist nett, dass du deine so nett hergibst. Verdammt! Aber weißt du was? Komm, ich geb dir einen Schnaps aus. Danke, Herr, danke. Das geht auf so einen leicht gebückten Gang hinter dir her. Guckst du rechts und links um. Hast du noch, meinst du, hättest du dich nach zu einer Leiche auf dem Boden ganz kurz gebückt, du bist dir aber nicht sicher? Und als du dich umdrehst, steht er wieder hinter dir. Ja. Hast du da gerade irgendwas gemacht? Ich mache nie was, ja. Aha, okay. Gut, dann würde ich in die Schenke zurückgehen. Und so ein bisschen meinen Rucksack so, nicht auf dem Rücken komplett, sondern so ein bisschen neben mich, so. Nicht ganz so, nicht so meins, sondern eher so auf einer Schulter, so, dass ich es bemerke, wenn jemand dran rumspielt. Ja. Als du wieder in die Schenke kommst, siehst du schon, dass die Bewohner das wohl gewohnt sind. Das heißt, die fangen schon selbstständig an, Tische wieder aufzurichten, kaputtes Geschirr einzusammeln. Dieses leicht eingedrückte Gefach, wo oben Putz abgebröckelt ist, wird von zwei kräftigen Torwartern wieder reingeschoben. Und der Axt nochmal kurz draufgelaufen mit der Rückseite, bis es wieder sitzt. Der Wirt nickt denen zu. Leute, auf ihren Schrecken! Erstmal eine Runde Stamper aufs Haus. Und der gießt halt von dem elenden Feuerwasser, das ihr eben getrunken habt, eine Runde ein. Das ist kein Problem. Bitte, ich hab doch gesagt, ich lade dich auf einen ein. Ich würde dann leere, umgefallene Krüge und so alles wieder zurück zum Tresen bringen. Nachdem ich kontrolliert habe, dass sie leer sind. Also alle ausgetrunken habe. Ja, quasi. Also, ja. Alles, was ich halt finden konnte, ohne dass mich irgendjemand direkt dabei erwischt. Oder sich beschweren konnte, sagen wir es mal so. Alles, was wirklich irgendwie wird einfach im. Ich kipp's einfach in mich rein. Jack, der Kipper. Ja. Ganz. Und ja, nachdem alles wieder hergerichtet ist, geht auch wieder einigermaßen. Festliche Stimmung, in Anführungszeichen, der Tat wieder eine los, das sind die Menschen wohl gewohnt, was hier passiert. Während dann der kleine Mann hinter Rukus ihn nochmal an der Schulter zieht, Herr, nein, der Schnaps gibt dir Wirt aus, ihr habt mir einen versprochen, also müsst ihr mir einen auch ausgeben. Also bekomme ich zwei Schnaps. Ich hab gesagt, ich gebe dir einen Schnaps aus. Ja. Den einen hast du bekommen. Aber nicht von euch. Das ist Auslegungssache. Wollt ihr mich betrügen? Erinnerst du dich, als ich gerade vorhin die Becher genommen habe und ihn dir gegeben habe? Nein. Wollt ihr mich betrügen? Den armen kleinen Franz? Und da fängt auch so ein Klage-Germe an. Er will den armen Franz betrügen! Habt ihr gehört? Einen Habenichts, der sein letztes Brot irgendwo in der Gosse erbettelt hat! Okay. Ich gucke mich wirklich mal kurz im Raum um. Nimmt das überhaupt irgendjemand zur Kenntnis?
ein, zwei Köpfe gehen hoch, aber als sie dann sehen, was da los ist, schütteln sie den Kopf. Dieser reiche, fahrende Mann aus dem fernen, wohlhabenden Aventurien möchte den armen Franz um einen Schnaps betrügen. Einen Schnaps! Quasi nichts! Okay. Sagen wir Folgendes. Ich gebe dir den Schnaps aus, aber dafür gehst du heute noch in Effortempel und tust wenigstens ein bisschen was für dein Seelenheil, okay? Was soll ich da machen? Na, wenigstens mal ein Gebet an den Herrn Effort sprechen. Oh, ja. Franz ist ein heiliger Mann. Ich bete dreimal täglich zu dem Herrn Effort, auf dass er uns vor diesen Raben beschütze. Okay, ich frag den Geweihten heute. Okay, abgemacht. Tut das. Aber erst krieg ich mal einen Schnaps. Gut, Wirt, gib dem Jungen einen Schnaps aus. Ich meine, du hättest ja auch vom Wirt einen ausgegeben bekommen, ne? Ja, genau. Das heißt, die kannst du einfach weiterreichen, wenn du willst. Ja, okay. Wenn er dich reingekippt hat, dann... Er unterhält sich zu viel. Vielleicht auf den Schreck nochmal. Musst du jetzt entscheiden. Und dann muss Oldrich noch entscheiden, ob er dir den aus der Hand genommen hat. Nee. Also den würde ich schon selbst trinken und würde ihm einen neuen bestellen. Ja. Okay, wenn er den ja gerade bestellt, dann würde ich sagen, Wirt macht zwei draus, wenn er eh gerade dran ist. Ja. Ich kipp zwei ein. Ne, Wirt. Zwei Heller. Ich guck Rokus an. Rokus, auf dich. Kipp ihn runter. Ich schüttel einmal den Kopf. Oh Gott, mit was habe ich das verdient gerade? Nun gut. Ja, bevor... Oldrich, gönn ihn dir. Und ich gebe dem Wirt drei Heiler. Als Rukus noch überlegt und Oldrich seinen Stampen absetzt und vielleicht kurz überlegt, ob er zu dem nächsten greift, schießt so eine kleine, knöchrige, rattige Hand zwischen euch durch und greift den anderen Stamper. Und guckt. Franz seiner. Gollum. Mein Stamper! Ja. Mein Schnaps! Ja, gut. Und dann stiehlt er sich heraus. Aus der Taverne. Ja, wird in der Taverne irgendwo Karten gespielt? Oder generell irgendwas gespielt? Es wird ein bisschen gewürfelt, aber auch mehr so aus Langeweile vertreiben. Also so, du siehst nirgendwo Geld über den Tisch gehen. Schade. Na dann würde ich da bleiben, wo ich gerade stehe. Oder sitze. Ich suche mir mal was zum Hinsetzen. Irgendwo einen Tisch, einen freien Tisch. Ja. Ich gucke jetzt den Wirt mal an. Na, du sag mal. Jo. Hast du noch was zu essen da? Ajo. Was gibt's denn? Eintopf. Und der ist gut? Das Einzige, was wir haben. Solange es kein Fisch-Eintopf ist, nehme ich ihn auch. Ich würde gerne fragen, was kostet die Schüssel? Selber. Ach, was sonst? Können wir da nicht noch was machen? Ja, der Herr, wir haben gerade... Also er hat gerade schon... Wir trinken auch noch einen. Vielleicht, wahrscheinlich auch zwei. Möchtest du ihn überreden? Ich möchte mit ihm verhandeln. Ja, mach das. Denk aber an die Mali, die du hast. Ja, klar, logisch. Das ist kein Problem. Also verhandeln wäre in dem Fall bereden. Gesellschaftszeit für bereden. Nein, deshalb frage ich ja, ob ich jetzt handeln darf oder nicht. Weil handeln ist ja nochmal extra. Nee. Oder zählt das nur auf dem Markt? Handeln ist wirklich kontormäßig, wenn du Handelsgeschäft betreibst.
wissen, was da geht. Dann probieren wir es mit überreden. Wissen können wir dann auch. Tja, mein Freund. Habe ich sogar meine vollen 4 Punkte übrig. Nice. Ja. Ja, das sind 2 Qualitätsstufen. Jetzt ist die Nacht, aber... Ich kann euch ein Level extra zutun und noch einen Stamper dabei. Ein Mann, ein Wort. Machst du 3-mal fertig. Eine Frau, ein Wörterbuch. Genau. Wir sitzen da vorne. Für jeden von euch, oder was? Ja. Ich dachte, wir trinken noch 1 oder 2. Gut. Ja, dann kommt er. So, sonst hat er immer nur so kleine Näpfe zu den Tischen gebracht. Bei euch ist es schon eher Salatschüssel ähnlich große Holzschalen. Ja, wo dann halt in der einen halt eine Schweinenase drin rumschwimmt, in der anderen ein Ohr, im dritten ein Fischkopf. So ein allerlei Eintopf. Für den Kenner, es ist jetzt nicht verkehrt, es ist ordentlich fettreich, wie man es auch für die Arbeit und für das Wetter hier oben braucht. Als einzige Gewürzwasser hat es Salz. Aber es ist aber schon ordentlich. Ist okay. Ja, nachdem er den Kram da abgestellt hat, ziehe ich erstmal alle 3 zu mir. Ja, schnapp mir den ersten Schnaps, gib den schon mal runter. Und währenddem würde ich halt auch schon ein, also während ich den Schnaps runterkippe, kam ich mit der anderen Hand so bei mir an dem Gürtel dran und ziehe so einen etwas größeren Beutel vor und stelle den mal auf den Tisch. Mhm. Mach den ganz sachte auf. Und man sieht jetzt einen Haufen Kräuter. Mhm. Ja, so der typische, weißt du, ein bisschen Petersilie, Thymian. So eine schöne Kräutermischung, ja. Und riech so an der Suppe, ja, geh mal mit dem Finger durch, probier jetzt mal, okay. Und dann fange ich an und würze da halt noch ein bisschen nach. In allen 3 Schüsseln natürlich. Nachdem ich da dann fertig bin, schiebe ich jedem wieder seine zu. Ist nur noch die Hälfte drin, aber... Nee, da, noch nicht. Wenn du mal übrig stehen lässt oder zu langsam bist, ist das dein Problem, aber... Erstmal ist noch alles so voll. Und sag, Mahlzeit. Mahlzeit. Der Wirt hatte sich ja umgedreht und ist dann erstmal weggegangen. Als er dich da beobachtet, kommt er wieder näher. Ist dem Herrn das Essen nicht recht? Ich kann Ihnen nur sagen, unser Smoothie macht herausragendes Essen. Smoothie? Koch? Aha! Das will ich jetzt aber mal testen. Und er holt so einen kleinen Probierlöffel irgendwo aus der Schürze hervor. Und geht dann beim Rukus in den Napf rein. Probiert er raus. Naja. Ja. Und gucken, was seine Geschmacksnerven sagen, ob er das versteht. Oh ja. Aha. Verratet ihr mir auch, wie ihr das gemacht habt? Was ist denn das für ein Kraut? So. Wie meine weise, tote Mutter einst sagte, gib nix Preis für umsonst. Das ist mein Tagewerk, ja. Was gibt ihr uns denn an Infos zurück, wenn ich euch das jetzt verrate? Was wollt ihr für Informationen haben? Was wandert denn gerade eben für komische Vögel? Und warum kommen die immer wieder? Das kann ich dir sagen. Schaut dich total grimmig an. Dann würde ich dir aber zuerst zuhören wollen. Dem Rukus oder dem Smutje? Wirt? Dem Rukus. Weil die Infos kriege ich ja, so wie es gerade aussieht, für Umme. Also, ich hier wohl zuerst. Hey, er hat mein Essen gewürzt, was soll ich da noch sagen, ganz ehrlich? Also, so wie ich das verstanden habe, finden diese Angriffe schon eine ganze Weile statt. Der nette Herr, dem ich gerade einen Schnaps ausgegeben habe, wird das alles erzählt. Und anscheinend, was sogar für unseren Söldner interessant sein könnte, ist auf eine Person ein Kopfgeld ausgesetzt. Und zwar von einer hiesigen Herrscherin. Und anscheinend ist diese Person dafür verantwortlich, dass
diese Wesen so handeln. Anscheinend sollen die an sich ganz friedlich sein. Eine Person macht denn sowas? Wie hoch ist das Kopfgeld? Das wäre ein Punkt, den man herausfinden müsste. Das sagte er. Hat er das gesagt? Okay, ja. 200 Dukaten pro Nase. Okay, 200 Dukaten pro Nase. Dann brauchen wir mehr Nasen. Tut euch also, okay, dann gucke ich jetzt den Wirt nochmal an. Was könnt ihr uns denn über den Typen sagen, der wohl für die Viecher hier verantwortlich ist? Das ist der Schwarzmagier Olachtai. Er treibt jetzt seit knapp 3 Jahren sein Unwesen. Er hat Dörfer im Westen total verheert. Alles, was hinter dem Sumpf liegt, vor den Chorbergen, ist quasi braches Land und Wildnis. Und dort sollte man auch nicht vom Weg abkommen. Die wie hohen Wiesen sind voller Schlangen und Spinnen und alles andere. Ich denke mir in dem Moment, Scheiße. Aber ja, in die Sümpfe sind sie noch nicht eingedrungen. Außer, dass hier einmal zu einem nächtlichen Überfall Pavi gab. Da wurde im Effat-Tempel eine Reliquie entwendet. Das Obsidian-Opfermesser des Hohen Priesters. Und seitdem können keine Opferungen mehr für den Herrn Effat gemacht werden. Und der Hohe Priester sagt, der Herr beschützt uns nicht mehr, beachtet uns nicht mehr. Hm. Okay. Das ist blöd. Ja, ich habe jetzt hier ganz normal ein bisschen Dill verfeinert, weil wir ja noch mit Fisch drin haben und einfach wie üblich noch ein bisschen Knoblauch dabei und getrocknete Zwiebeln. Trocknete Zwiebeln gehen immer. Und würde jetzt auch einfach anfangen zu essen. Also, ihr Freund. Ich mache euch ein Angebot. Guck dich an, Eutrich. Ich habe die Schüssel so in der Hand und bin die schon so in mich am Reinkippen. Gucke zurück. Aha. Wie ihr heute Abend zum Abendtisch die Suppe macht und mir erklärt, wie ihr es gemacht habt, seid ihr für den Rest des Abends mit Essen und Trinken frei. Ich setze jetzt die Schüssel ab und ich habe sogar Moment, ich habe sogar noch Wein aus dem libyschen Feld im Keller. Ich frage meine Frage wieder trotzdem. Wir alle? Na gut. Ich muss überlegen. Und heb jetzt die Schüssel nochmal an und kipp den Rest einfach nochmal in mich rein, also mach die leer. Greif nach dem nächsten Schnaps, weil von den anderen hat noch keiner zugeschlagen. Dann würde ich reflektartig noch auch einen mitnehmen. Kann meinen haben. Hat jetzt Pech gehabt. Kann meinen haben. Okay, ist gebongt. Ich stehe auf. Wie groß ist denn der Wirt? Naja, ist wie gesagt schon ein sehr mächtiger Norbade, sagen wir mal knapp 1,90. Ja, schön. Ich stehe auf, gucke so leicht von unten nach oben und strecke ihm eine, meine fleischige, große Hand entgegen. Ja, die ergreift er auch mit einem klatschenden Geräusch, schüttelt sie einmal, drückt dabei kräftig zu. Drücke ich kräftig zurück. Abgemacht. Moment, dachte ich Vormittag, jetzt ist es vielleicht zu kurz, eins. 4 Stunden soll das Essen auf dem Tisch stehen. Ich weiß nicht, wie lange ihr für einen großen Kessel Suppe braucht. Aber dann müsstet ihr, denke ich, euch in 2 Stunden bei mir melden. Läuft. Es sind 2 Stunden. Muss ich irgendetwas besorgen oder wollt ihr euch ansehen, was ich da habe? Ich komm, wir essen hier noch fertig, dann komme ich mal noch gucken. Ich halte meinen Eintopf fest.
ich auch so Blick zu ihm rüber, so Eintopf ein wenig näher zu mich ziehst, eine Hand so ein bisschen schützend davor. Raum. Ja. Okay, nachdem ich das dann gesehen habe. Also ich bin fertig, ich komme direkt mit. Ich würde dann hinterhergehen. Wird. Ja. Ja, gut. Ja, gehst du in die Küche, die ist einigermaßen geräumig. Über einer Herdstelle mit einem Abzug oben drüber hängt halt so ein großer Kessel, der, sagen wir mal, gut 20 Liter fasst. Ne, Quatsch, sag ich, ein bisschen klein, wenn man 10 Liter einmal, 30 Liter fasst. Und ja, in dem halt noch so ein paar Suppenreste drin sind, das war wohl sein Mittagswerk. Da hängen die ein oder anderen Kräuter hier rum, die aber schon verstaubt sind oder schwer verwelkt, die hat er wohl nie benutzt. Ja, halt ein Schlachtblock. An der Tür nach draußen steht halt so eine Kiste mit Gemüsen und Knollen, Zwiebeln, Pastinaken, Sellerie und so weiter. Und von draußen aus dem aus der Tür, die hinten aus der Küche rausgeht, hörst du halt Gackern von Hühnern, Mähen von Ziegen. Würde ich ihn jetzt mal angucken, also mit den Gewürzen kann man ja immer noch schauen. Mhm. Dann das Gemüse, was er da rumliegen hat. Was hast du gesagt? Zwiebeln, Sellerie, Lauch, Kartoffeln. Genau. Dann können wir schaffen. Dann kommt denn da Fleisch rein? Ja, wir machen meistens Fleisch und Fisch gemischt. Warum immer gemischt? Trend ist doch. Aha. Ja, da heute Effertag ist, wäre wohl Fisch angesagt. Fisch, damit kenne ich mich aus. Da frischen Fisch da, oder? Da auf dem Markt halt. Dann würde ich dir noch besorgen gehen. Ja. Dann ich kreise die Finger. Ja. Verstehe. Ja. Wird dir ein Säckchen mit 20 Silber mitgeben. Guck rein, 20 Silber. Damit kriege ich auf jeden Fall alles besorgt, was wir brauchen. Was wollen Pratze und Rukus in der Zeit machen? Nachdem sie auch. Also, ich würde erstmal fertig essen. Mhm. Ich lasse mir damit schön Zeit erstmal. Genieß vor allem die Nicht-Fisch-Anteil im Essen. So abwechslungsmäßig. Und danach schaue ich mich erstmal so ein bisschen in der Schenke um, schau mal, ob ich vielleicht irgendwelche Sachen noch aufschnappe und ja, das ist doch erstmal das Erste, was ich tun würde, genau. Ja, also, ja. Ich würde genauso gemütlich essen. Mich dann auch in der Schenke umschauen mit dem Fokus auf, ja, Tavernenspielchen, ob die jetzt vielleicht ein bisschen ernsthafter gemacht ernsthafter sind, ob die Leute schon ein bisschen angeheitert sind, ob da vielleicht was zu holen ist. Also das siehst du, da wird gewürfelt, eventuell mal um Schnaps bei den Torwalern, aber es geht halt, wie gesagt, kein Geld über den Tresen, weil das ist wohl Mangelware hier oben. Ja, Schnaps ist doch auch gut. Dann würde ich auch, wenn ich mein Essen beendet hätte, würde ich dann auch mal rüber zu den Torwalern schlendern und fragen, ob da noch mal ein bisschen, ob ich da mitspielen darf, ja. Eine Sekunde. Kurz bevor ihr mit eurem Essen fertig seid, geht halt Aldrich an euch. Aldrich an euch vorbei und ja, geht halt Richtung Tür raus, beziehungsweise willst du denen noch irgendwie Bescheid geben? Ja, ja, klar. Wenn ich dann alles hab oder dann Bescheid weiß, dann will ich natürlich nochmal zurück zum Tisch gehen, gucken, ob sie auch tatsächlich fertig sind. Mhm. Da sind so gerade noch netten Löffeln. Ja. Da sie dann fertig werden sind, gucke ich an. Also, ich muss jetzt mal noch kurz auf den Markt.
Will wer mit? Vielleicht nachher. Ja, ist klar. Vielleicht. Später, ja, genau. Gut. Dann würde ich hier die Schenke verlassen. Gut, du schlenderst über den Markt. Es gibt halt sowohl Kräuterstände als auch Fischstände. Würfel doch mal einen Wurf auf Kochen, ob dir denn ein Rezept einfällt, was zu den dargebotenen Waren gerade passt. Aber. Oh ja. Ich bin ehrlich, ich habe 2 epische 20 gewürfelt. Die kriege ich auch nicht ausgeglichen. Nee. Ich bin absolut aufgeschmissen gerade mit dem Karma, den wir haben, kann ich nichts anfangen. Genau, also 2 20er kann man auch, selbst wenn du die Punkte dafür hättest, nicht ausgleichen. Ja, ich weiß. Toll, du würfelst eine 1 und 2 20er, das ist toll. Das ist einfach toll. Deine epischen Würfel, mein lieber Mann. Ja, ist sehr geil. Ja, irgendwie passt der Fisch nicht zu dem, was an Kräutern da ist und ja, du hast gerade so diesen klassischen Brett vom Kopf Blackout und stellst dich halt vor den vor dem Fischhändler und schaust dich total ratlos an. Der Herr, guten Tag, was darf es denn sein? Eigentlich Fisch. Aber mit dem Kram hier, kann ich nichts anfangen. Warum nicht? Ja, haben wir einmal Heilbutt, hier haben wir Lachs und drüben Hecht. Was möchten Sie es denn? Ich brauche einen Eintopf, aber damit, da passt ja nichts zu Kartoffeln und Zwiebeln. Das geht nicht. Das kommt drauf an. Ich bin jetzt nicht der Meisterkoch, aber mein Bruder ist Koch auf Beilos und er hat mal gesagt, dass man aus Lachs eine Cremesuppe machen kann. Und darfst jetzt nochmal auf Kochen würfeln, um eins erschwert. Weil er gerade Pilots erwähnt, da klingelt's bei dir. Ja, natürlich. Kling, kling. Ja, mir schlug gerade einer eine Lampe um die Ohren, mir geht ein Licht auf. Wie viel Qualitätsschuppen hast du denn? Ja, ich habe jetzt volle 10 Punkte übrig. Ja. Ja. Ja, da fällt dir auf jeden Fall, wo als er Pylos sagt, ist der Koch schon gefallen. Da fällt dir das Rezept für eine Lachs-Lauchcremesuppe ein. Wo du dir ziemlich sicher bist, dass die sowas hier noch nicht gekostet haben. Es könnte vielleicht etwas teurer werden. Und die 20 Silber müssten reichen, aber wenn du der Wert wirst, könntest du damit auf jeden Fall mehr rausholen als den Silber, den sie für den gammeligen Eintopf bezahlen. Ich schwärme dann 6 mit den 20 Silber auf den Tisch. Jetzt, wo du es sagst, recht hast du. Da war ich doch schon mal, das habe ich doch schon mal probiert. Krieg hin. Hier hast du 20 Silber. Gib mir mal Lachs dafür. Für wie viele Personen denn? Oder ja, für den Wirt hier, dem zeige ich, wie er einen anständigen Eintopf macht. Ah, ja, der holt immer 10 Fische, das sind 10 Silber. Ja, da soll anständig was auch rein. Also ich will ja keine Brühe machen. Bringen wir mal 15 Fisch mit. Dann passt das. Braucht ihr für die Brühe nicht noch irgendwie Wein und Kräuter? Das mach ich mit dem Kram, den er da hat. Also du weißt, dass du die Ziegenmilch dir oder die Ziegendiadat aus der Milch kannst du eine Sahnecreme schlagen, mit der du die Suppe eindickst. Kräuter da, nur wahrscheinlich den Weißwein müsstest du mal auf dem Markt gucken, ob da noch irgendwas Günstiges zu haben ist. Der muss echt nichts Gutes sein, aber diese leichte Säure des Weißweins muss halt dran. Da hätte ich aber eher noch drauf gehofft, dass er da irgendwas rumstehen hat, weil er hat ja erwähnt, dass er irgendeinen Kack hat. Da weißt du, dass der aus dem libyschen Feld ist ein Roter.
Das passt nicht in die Fischsuppe. Okay. Das tatsächlich so weiß, dann nehme ich das ausnahmsweise hin. Gut, ich nehme trotzdem die 15 Fisch, dann habe ich immer noch 5 Silber. Ja. Und würde dann sagen, guter Mann, mach die Fische mal guter fertig. Mann. Ich komme gleich nochmal vorbei. Entschuldigung, war ein Reflex. Kein Problem. Alles klar, Mutti, mach ich. Ja, und wird dann abgehen, gucken, dass ich dann irgendwie noch einen Weinhändler finde. Da findest du einen, der Schnaps und Weine verkauft und der dich dann auch erstmal so ein bisschen anguckt, als du sagst, billigen Weißen. Weil man hat gehofft, an Fremde etwas Teures verkaufen zu können, aber er gibt dir halt zwei große, unterhalb würde man sagen, Tafelweinflaschen, also große Buddeln, also einfach Korken oben drin. Muss ja nur Säure haben. Für wie viel? Auch ein Silber die Flasche. Dann leg ich mir die 2 Silber dahin, dann hab ich immer noch 3 übrig. Win-win. Ja. Die 3 Silber verschwinden in meinem Beutel. Verschwinden erstmal so in meinem Beutel. Wird dann die 2 Flaschen mir unter den Arm krallen. Wird dann wieder zurückgehen zum Fischhändler, der mittlerweile hoffentlich mit meinem Päckchen fertig ist. Ja. Schon verschnürt und in den Schatten gelegt. Grabe ich mir dann auch noch ab und wird mich dann wieder zur Taverne zurückbegeben. Ja. Währenddessen in der Taverne, Pratze würfelt mit den Torwallern, habe ich das richtig in Erinnerung? Also er würde aufstehen. Mhm. Zu den Hinschländern. Mhm. Und so mitten auf dem Weg bleibe ich nochmal stehen. Als ob mir irgendwas einfallen würde, drehe mich wieder um, lauf dann zu, wie heißt du nochmal? Rokus. Rokus. Sollten wir vielleicht mal nachgucken, ob das Schiff was abbekommen hat? Unser Schiff? Oh, wow. Ja. Das wäre vielleicht wirklich eine Idee. Ha. Ha. So dieser Klick-Moment und man sieht mich aufspringen und losrennen aus der Tür hinaus. Ich schaue ihm hinterher, brauche ein bisschen und dann gehe ich ja auch hinterher. So eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Hat irgendeiner für den Eintopf bezahlt? Ja, ich hab sogar dafür bezahlt. Aber nur für meine. Na gut, deswegen ist einer bezahlt. Ich wollte bezahlen. Ich nicht. Okay. Tatsächlich, als ihr dann kommt und ihr seht, dass gerade die letzte Ladung gelöscht wird, ist auch der Captain mit irgendeinem, der so traditionell Zimmermannskleidung trägt, am Pier. Und fährt gerade mit einem Boot um das Schiff drumherum. Auf der anderen Seite ist ja das Piratenschiff in euch reingekracht. Und begutachten da, was los ist. Was du bist. Wollt ihr das abwarten oder wollt ihr aufs Schiff gehen und fragen? Oder? Nee, also bei mir direkter Sprint aufs Schiff. Am besten zum Captain, wenn ich den direkt sehe. Der ist ja mit einem Boot gerade mit einem Zimmermann um das Schiff am Rumfahren. Okay, dann. Direkter Ruf zum Captain. Captain, bitte sagt mir, dass das Schiff ganz ist. Ha, der Leichtmatrose. Nee, wir haben da was abbekommen. Ich gucke gerade mit dem guten Dier hier, was man da machen kann und wie lange das dauert, ne? Oh nein, wir sitzen jetzt hier nicht wirklich fest, oder? Na, fest sitzen würde ich das jetzt nicht nennen, Lünge, ne? No. Aber der hat gerade gesagt, so 2-3 Tage, da könnte man da schon mal was machen, ne? Also ein Stein ist da nicht drin. Also so ein riesen Felsen. Nee, in dem Boot, in dem Schiff. Das Schiff hat nichts abbekommen. Das meinte ich ja. Nee. Hat nichts abbekommen, sondern wirklich nur von dem Rammmanöver von den Torwallern. Da an der Seite ein paar Planken gebrochen.
Na dann. Okay. Man sieht mich etwas erleichterter aufatmen. Das war so. Okay. Also was hast du denn? Ist doch ein schönes Städtchen hier. Schau ihn so entgeistert an. Es gibt hier nur Deppen. Literal. Nur Deppen. Ich gehe nachher was noch in den Tempel literal? Und... Oh Gott. Okay. Bleib bei deinen Kartenspielen, mein Freund. Ich werde jetzt mal in den Neffertempel gehen. Von mir aus auch das. Ja, dann. Ja, viel Spaß. Ja, so würde ich es auch nennen. Falls du mich suchst, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann mal hier ein... Frage an den Meister. Gibt es hier irgendwo ein kleines Bergchen oder sonst irgendwas, wo man sich drauf hocken könnte oder wo man drauf gehen könnte, damit man das ganze Dorf überblickt? Nee, das ist in der Bucht total flaches Land. Die nächsten Berge, die nur ganz, ganz, ganz weit am Horizont im Osten zu sehen sind, sind definitiv, ja, wie gesagt, noch weiter entfernt. Und da du ja dich geografisch ein wenig auskennst, weißt du, dass das die das eher ein Schwert ist. Ja. Und noch weiter im Westen, wo du aber weißt, den du zwar nicht siehst, aber du weißt, dass da Berge sind, sind die Chorberge. Okay, also es gibt keinen Hügel oder sowas in der Art, womit man wenigstens das gesamte Dorfland überblicken könnte. Ja, nicht. Du könntest dich irgendwie auf die Zinnen von dem, oder auf den Turm von diesem, das wäre nämlich die nächste Frage. Gibt es ein großes Haus? Ja, genau. Das kannst du machen, okay. Okay, gut. Dann würde ich mich doch jetzt erstmal zum Effa-Tempel aufmachen. Gut. Dann gehst du zum Effa-Tempel. Der Pratze wollte was? Ja, wieder in die Taverne. Salziger Hering? Nein. Heringstonne. Ja. Heringstonne. Ja, und dann mal ein bisschen mit den Torwallern würfeln. Genau. Ja, es wird da halt. Die Schlage ist locker. Als Pep-Talk auf Neudeutsch gemacht. Aber die Torwälder sind schon wesentlich weit mehr angeheitet als du. Deswegen... Ich gebe auch immer wieder mal eine Runde aus. Ja. 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 Die Runden, die du bestellst, bringt der Wirt tatsächlich einfach so, ohne von dir Geld zu verlangen, da der mitbekommen hat, dass du Begleitung von dem komischen Schiffskoch ist, bis der da irgendwelche Wundersachen für heute Abend versprochen hat. Also ich nehme auch den billigen Fusel, also ja, den klar. Schnaps. Mhm. Und immer schön so im 10-15 Minuten Takt. Mhm. Ja. Währenddessen kommt dann Oldrich wieder in der Heringstonne an, ein schweres Paket Fisch auf dem Rücken und zwei Flaschen Wein in der Hand. Und der Wirt schaut dich an. Ha. Ich hoffe, das Geld hat gereicht. Gerade so. Ich hab fast aufgelegt. Naja, dann auf in die Küche. Ich bin mal gespannt, was du zauberst. Weitgereister Koch. Ja, ich würde dann nach hinten gehen und würde dann direkt anfangen, die Fische dementsprechend auszunehmen, Gräten ausmachen und so. Mhm. Alles mal klein schneiden und dann dementsprechend anfangen. Gut. Dann währenddessen bei Rukus im Effa-Tempel. Ja, bei Rukus im Effa-Tempel. Ja, das Gebäude hat auch ein paar Risse an der Wand, aber es ist nicht wirklich schwer beschädigt. Und die Tempeltür steht offen. Das ist jetzt kein riesiges Gebäude, irgendwie so 6x6 Schritt. Aber klar als Effa-Tempel ausgewiesen. Und innen drin ist gerade ein Geweihter an der Seite Kerzen am Anzünden. Was, Kerzen? Okay.
habe ich wieder den unwissenden Bufobabufgang, hat da, keine Ahnung, kippt da Wasser in eine Schale. Also, wie gesagt, Effa-Tempel hier keine, kein Feuer, die machen das eher aus. Ah, ja. Effa-Tempel sind mit den Grand-Petrylsteinen meistens beleuchtet. Gut, dann, keine Ahnung, füllt ihr eine Schale mit Wasser nach, der in Quenpetrylstein liegt. Oh, sehr schön. Okay. Gut, ich würde zu dem Geweihten doch direkt gehen, und ihn begrüßen. Er fährt zum Gruße, mein Freund. Ah, mein Sohn. Ein Reisender, der den Beistand des Meeresgottes sucht. Willkommen, willkommen. Durchaus. Ich bin zum einen hier, um dem Herrn Effa zu danken, dass er mir erspart, mehrere Monate noch hier festzustecken, da ich doch weiter muss. Und zum anderen, um eine gute Weiterreise zu bieten. Habt ihr einen schönen geeigneten Platz dafür? Weißt mit dem Arm in den leeren Raum. Okay. Ich dachte vielleicht, genau. Ja. Okay. Ich würde mich dann in den Raum, in dem Raum kurz umschauen, würde mich dann wahrscheinlich auf irgendeine Bank setzen, Augen schließen, mal so ein bisschen auf das Plätschern vom Wasser hören und dann innerlich so: Herford, bitte, bitte, bitte lass es nicht nochmal Torwaler sein. Und Sturm wäre auch nicht so cool. Einfach cool innerlich kann so, der Gott nichts anfangen. Einfach innerlich so für eine ganz gute Reise beten. Mhm. Und danach würde ich dem Geweihten noch zwar ein Silber in die in die Spendenschale tun. Und würde ihn dann noch fragen, um was? Ich habe gehört, ihr habt hier ein Artefakt gehabt. Um was hat es sich dabei gehandelt? In der Tat, der Obsidian-Opferdolch. Und in diesem Moment siehst du, wie der Geweihte eine Sekunde zu lange die Augen schließt. Diese wieder ganz langsam öffnet und weiß-bläuliches Licht dich aus seinen Augen anscheint. Und mit einer tiefen, dröhnenden, wie Meeresbrandung klingende Stimme zu dir sagt: Ja, das hatten wir. Und nur, wenn es dir gelingt, mir mein Artefakt wiederzubringen, dann gewährleiste ich, der Gott des Meeres, dir und deiner Mannschaft Schutz in meinem Reich. Und hier beenden wir den Stream für heute. Miep! Schöner. Das war mir jetzt klar. Ja, es ist Zeit und so. Ja, erstmal vielen Dank fürs Mitspielen. War eine neue Erfahrung, war für mich irgendwie so eine andere Stimmung, anderes Feeling-Gefühl als sonst. Einfach zwei neue Leute in der Gruppe, war echt schön. Würde ich jetzt einfach mal an jeden von euch ganz kurzes Wort geben. Was habt ihr eine Szene im Kopf, im Auge, die euch für heute besonders gut gefallen hat? Einfach so als Feedback. Oder besonders gar nicht gefallen hat, um Gottes Willen. Da bin ich natürlich auch immer für Kritik offen. Bitte, Pratze hat die höhere Initiative. Ja, die Schlacht war recht lustig. Also zum einen die kritischen, wie auch die Patzer. Also das war heute extrem häufig, was mir aufgefallen ist, ja. War sehr schön und der Kampf war auch unterhaltsam. Nicht, der hat sich auch nicht so zäh angefühlt, wie es meistens Kämpfe bei DSA tun, finde ich. Also es war nicht der klassische Attacke, Parade, Attacke, Parade, Attacke, Parade, Attacke, Parade, das ist richtig. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass es so ist, dass es so war. Und ja, war schön, hatte wirklich ein gutes Feeling, muss ich auch sagen. Ja. Jo.
Sehr gut. Ich muss sagen, mir gefällt diese allgemeine Stimmung im Dorf. Das ist. Ich finde, die fühlt sich alle so an, als ob die auf einem High-End-Drogentrip alles abwerten. So uns doch egal, ob wir mit Stein beworfen werden. Oh, Entschuldigung, die Firmen werfen ja nicht, sie lassen sie ja nur fallen. Das ist so. Leute! Ja, die sind resigniert. Ja, also das so kann man es echt. Das kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Ja, das Dorf finde ich super. Gerade für meinen Charakter, der normalerweise diesen Prinzip folgt. Wissen ist Macht. Findet raus, was da los ist und löst das Problem. Mhm. Alle einfach, keine Ahnung, was da los ist. Wahnsinn. Ja. Das sind halt einfache Norsemänner oder einfache, ja. Nomaden, ja. Sind halt so Steppenvölker, dass die überhaupt in einem Dorf wohnen, ist ja schon nicht allzu allgemein für die, ne? Das ist richtig, ja. Gut, und last but not least, der gute Oldrich, der Meisterkoch. Das hat mir gefallen, wenn der Entdecker in dem Sinne ja dann sich anfängt mit Leuten zu unterhalten und dann feststellt, die können fliegen. Das war einfach das Beste, die können fliegen, jetzt sind Vögel, was hast du jetzt erwartet? Das ist schon eine Schicht. Das Schöne ist, also die Zusammenstellung der Charaktere, das passt, finde ich ganz, ganz gut. Das war bis jetzt ganz lustig. Ja, jeder merkt oder jeder kriegt so ein bisschen seine Macken und so ausgespielt. Ja. Also das macht ganz Laune. Und die Tiefe von den Charakteren, das ist das, was mir immer ziemlich Spaß macht. Und das einfach am Anfang, ja, der eine stellt sich fett vorne an die Reling, der andere zieht schon den ersten ran, dann merkt er, ja, der will sich unbedingt prügeln. Und der dritte, ich bleib erstmal hier hinten stehen, das ist alles okay. das ist, finde ich, was im Rollenspiel einfach immer so lustig ist dann. Und was dann auch den Spaß macht. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die beiden Momente super gut. Bratze mit der Klatze und Udermann Gudermann, da habe ich innerlich so gelacht. Oh ja. Definitiv. Allerdings muss ich gestehen, ja, wir haben ja heute das Novum, dass der Murdoch das erste Mal hier mitspielt und nicht als Kommentator dabei ist. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, muss ich gestehen, aber als Mitspieler habe ich ihn definitiv noch lieber. Das war echt schön. Danke an Murdoch, danke an Affe Vogel, beide das erste Mal heute auf dem Kanal und hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ja. Jo, danke schön und danke schön fürs Leiten. Also, gerne. Fand ich auch sehr schön. Hört man doch gerne. Sehr gerne. Ja, wenn es dir draußen auch gefallen hat, jetzt beim Zuschauen oder beim irgendwann Nachschauen, lass uns einen Daumen nach oben da. Wenn du hier zufällig reingeschaltet bist, abonnier den Kanal. Wenn dir Rollenspiel unbekannt ist und du gar nicht weißt, was wir hier gemacht haben, bleibt nur eins, dann musst du direkt auf nerdpool-forum.de gehen und dir angucken, was Rollenspielforum bedeutet. Und dir da Account machen und Gruppen suchen, denn es gibt nicht nur DSA dort draußen oder auf dem Nordpol, sondern auch Sci-Fi, Cyberpunk, World of Darkness, Vampire, Cthulhu, Horror-Rollenspiel. Da ist für jeden was dabei. Du wirst da was für dich finden. Ja, ansonsten wird noch zu sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschö.